Und zwar, Borderlands 3 ist ja jetzt seit Freitag? Freitag oder Donnerstag draußen. Und ihr alle könnt es kaufen, indem ihr in den Chat Ausrufezeichen Borderlands eingebt. Und dann kommt ihr zum einen zu einer Seite, wo ihr verschiedene Versionen des Spiels kaufen könnt. Da gibt es oben Reiter. Nicht erschrecken vom Preis. Ich glaube, man kommt in erster Linie dann erstmal zur Super Deluxe Todesversion. Und zum anderen kommt ihr zum VIP-Programm. Da könnt ihr viele tolle Sachen machen und euch austoben, dadurch dann Punkte generieren und die verwenden, um euch Ingame-Loot zu organisieren. So. Das nur mal kurz vorweg. Hast du einen neuen Link oder ist das noch der gleiche wie letztes Mal? Das ist immer noch der gleiche, ja. Gut, dann das gleiche gilt für meine Zuschauer. Ihr müsst einfach nur Ausrufezeichen BL3 eingeben. Dann kommt ihr auch auf den gleichen Link, den Hendo gerade genau beschrieben hat. Und Borderlands, Ausrufezeichen Borderlands braucht ihr nicht eingeben, jeder. Ihr müsst nur einmal machen und dann kommt, dann triggert nämlich ein Bot und schickt euch einen Link. Also nicht euch, der tut einfach den Link in Chat. Bitte. Versucht nachzudenken. Dein Mikrofon knistert wieder ordentlich. Geil. Das ist, glaube ich, aber haben das die Leute im Dings hier auch? Also es ist so schlimm wie noch nie gerade, tatsächlich. Aber keiner im Chat sagt was, denn es ist wieder nur im TS. Ja. Bei mir sagen sie das alle, witzigerweise. Also ja, ist offensichtlich, weil das ja bei mir so ankommt. So, ich loote schon mal ein bisschen auf Munitionsbasis. So, wir können auch gerne nochmal in den, solange Max da an seinem Ding rumfummelt, in den Skilltree gucken, was wir uns da denn letztes Mal ausgewählt haben. Könnt ihr mal, macht mal Hände hoch, wer das schon spielt oder wer schon gespielt hat. Könnt ihr bei Max auch mal machen. So, da bin ich wieder. Schön, dass du zurück bist, freut mich. Okay, also, hier knistert's doch. Ich war gerade gar nicht, ich war gerade muted. Wie bitte? Ist jetzt wieder schön. Ja, schön. So, auf Maximum. So. Der ist gleich hier kurz, ne? Ein bisschen fummeln. Was ist das hier für eine Waffe? Oh, so eine Laserpistole. Könnte eventuell wirklich an diesem Voice-Mod liegen. Naja. Das war vorher ja auch schon. Nee, aber nicht so oft. Ja, gut. Ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter, wa? Ja, gehen wir los. Okay. Da du in die Stadt musst, gebe ich dir einen Zyklon. Er ist schnell und leicht und damit perfekt für die Straßen der Stadt. Oh, neues Fahrzeug. Oh, freigeschaltet. Und sie hat direkt hier eine Sidequest. Aber wir machen wir weiter Mainquest. Ich gehe mal ran an den Apparat. Was ist denn jetzt ein Zyklon? Ach, das ist... Alter! Okay, Kalle. Ja. Das ist der Gerät. Ja, dann hol raus den Lachs. Okay. Alter! Warte mal, ich brauch so einen. Ja, du brauchst auch einen. Dann kannst du dir nee. Doch. Ein neues Digistrat. Oh. Das ist insane, Kalle. Das ist insane. Ja. Ehre. Ehre. So, jetzt hab ich auch so ein Ding. Das geht total ab. Das erinnert so hart an Druidikas, finde ich. Ja, ein bisschen, ja. Ja, aber es gibt ja auch diese Fahrzeuge mit so Raketen an den Seiten bei Star Wars. Ein Einzelgänger, aber sehr talentiert. Stimmt, die hatten sie auch mal. Ja, ja. Oh, ist hier ein bisschen Need for Speed gerade? Warte mal. Der brauche ich aufs Maul. Ich bin auf dem Weg. Den habe ich weggemacht. Aua. Da ist noch einer. Machen wir weg, ich ramm den. Oh, da sind noch Leute auf dem Boden. Oh. Ihr E-Sport Henno da in seiner Karosse. In meinem Lamborghini. Ja. So, da lang. Oh, hier ist ein Alter, der auch ein! Den müssen wir wegmachen. Oh. Alter, die jagen wir richtig weg. Ja, General Grievous fährt in Tucker in so einem Ding. Ja, genau, genau. Yeah! Yeah. Yeah. So, hier rechts, oder? Nee. Weiter geht's. Falco ist auch schon dabei. Was müssen wir machen? Sichere den Maliwan Waffen. Das. Maliwan Waffen.
Das Depot! Ich war im Waffendepot! So. So, dann. Einfach mal weg, warte mal. Oh, hier sind Leute? Nee. Doch? Die mach ich nochmal 10. Oh, der Alter, der ist richtig zersplattert. Alter, die haben jetzt aber auch alle ein Schild, ne? Jetzt hab ich ihn. Der stirbt. Oh. Alter, wie wenig ich ihn abziehe. Hä? So. Das sind richtige Storm Soldiers hier. Deck ich ein. Ja, brauchst du dich auch nicht um die Ecke verstecken. Ehre. Schön hoch. Sind die Gegner jetzt eigentlich ein bisschen schwächer zu zweit? Ja. Auf jeden Fall. Hä? Alter, jetzt kommt wieder Falk und schmeißt das Fass. Bumm. Ehre. Das war schön. Welche Altersfreigabe? Er ist halt ganz klar ab 18, ne? Wie die manchmal zerblättern. Das ist halt schon übel. Ja, auch die Aussprache, ne? Wir haben da ja schon Sachen gehört, du. Ja, ja. Muss nicht sein. Oh, der Kopf ist gerade. Und da liegt Gehirn. Da liegt Gehirn. Ein ganzes. Ich hab ein Problem. Ja. Was denn? Wo bist du denn? Vorne. Alles gut, ich hab kein Problem. Warte mal. Oh, Scheiße. Kommst du klar auf deiner Glitzer? Ja, alle gut. So, mein Gott. Haben wir. Ach, du kannst hier richtig die Leute wegklatschen, ne? Ich kann die richtig ballern, Alter. Weg. Dieses Waffenlager ist ein gutes Ziel, aber es ist von einem undurchdringlichen Sicherheitskraft zu umgeben. Könntest du lieren. Wenn du irgendwie knacken kannst, finden wir da drin 1A Feuerkraft. Die Pistole war auch so eine. Ja, gut. Muss ich mal hinswitchen. Kann ich die Fässer eigentlich auch anheben? Nee, ne? Nur. Oh. Doch, na? Nee, nur Falco kann das. Ja. Hallöchen. Bist du ready? Ja. Wir haben das Squad Stream an, oder nicht? Ja, dachte ich eigentlich auch. Ja. Aber die haben auch bei mir schon gesagt, ist nicht. Doch. Squad Stream. Ah, ich muss starten drücken. Das ist ja der Hammer. Ah, so. So. Dann war das. So, jetzt müsste an sein. Und ich habe dieses Echo-Cast, Alter. Das habt ihr beim letzten Mal alle gewollt hier. Gewollt, diese Alien-Stimme ist das Beste von dem Board. Was denn? Achso, ja. Ja? Ja. Der ist eher so eine Rumheul. Ja, das finde ich geil. Ja. Na gut. Ja. Warte mal, ich steck die mit Raketen ein. Muss ich das machen? Ich steck die hier mit Raketen ein. Was ist das für ein Bot? Ja, jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Also mir wurde jetzt auch, Leute, ihr fragt jetzt immer noch einen Squad-Stream. Ich habe jetzt auch so einen Link. Ich kann euch den jetzt hier mal reinposten. Vielleicht kann dann Mod mal eben so einen krassen Link-Boss machen. Ne? Der krasse Link. Es ist Squad im Haus. Schon ganz schön viel, schon viele Baller hier schon wieder, ne? Ganz schön viel los hier. Ja. Kann Falco mal bitte wieder ein Fass werfen? Falco, Fass! Also, die Waffen sind teilweise, man braucht teilweise richtig viel Schuss für die, ne? Du auch? Ja, nicht verstanden, ne? Ich hab, ja, Falco, Fass. Ja, doch. Wegen, so, zu sagen, er soll angreifen. Aber es ist eigentlich ein Fass. Aber es ist ein Fass, dass er schmeißt. Aber er greift ja an. Also, es geht hier echt in die Mundi. Ne? Ja. Also, man merkt schon, dass die Waffen auch nicht mehr up to date sind. Brauchen wir wieder einen neuen Schwung. Ja. Wer ist er denn? Hä? Okay, Alter. Ich hab erstmal hier einen Yokohama ins Gesicht. Da geh ich mal unsichtbar. Jetzt hab ich aber auch den Munitionsproblem langsam. Ich schmeiß mal eine Granate hin. Oh, das ist gut, glaube ich. Ich glaube, Nate sind hier echt gut. Ja. Ich kann mir immer nicht merken, was gegen was gut ist, so, weißt du? Ich habe keine Muni mehr, mit keiner Waffe. Mit keiner Waffe habe ich Muni. Scheiße mit Reis. Oh, mir ist ganz schön kalt, glaube ich. Also, ich gehe mal ein bisschen, ne, hier looten. Ja, warte mal, ich mach den mal eben nackig. Ich
kann ihn noch boxen. Drin. So, jetzt ist er weg. Hier ist Geld. Oh nein. Oh, ich hab auch hier keine Muni. Los. So. Oh, hier ist Muni. Gelber geil. Splitter. Was bringt das? Ich hab einen. Mir ist so kalt, ne? Ich hab einen. Hier ist ein Fast, Falco. Nimm es. Nimm es in den Mund. Ich kann den Skin für. Schnell weg dieses. Ich kann den Namen anfangen. Okay, ich habe einen Legendary Skin gefunden. Was auch immer das jetzt. Bewirkt. Ja, für einen Automat hier. Kondomautomat. Da kannst du ja, nicht. Ja, ja. Aber ja. Legendary? Leuchtet dann? Legendär. Das passt dein optisches an. Alter, hier ist eine blaue Waffe. Ist die vielleicht besser? Oh ja. Die nehme ich. Ja, manchmal muss man auch einfach so ein bisschen. Einfach mal Crap nehmen. Nicht immer auf lila bleiben, ne? Genau. Oh, die ist aber erst ab 12. Also ein Level, dann habe ich ein paar Upgrades. Kann es sein, dass wir underleveled sind in dem Gebiet? Vielleicht sind wir zu viel krasser vorangekommen. Gerade auch mit dem Flyhack von letztes Mal, ne? Ja, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir hier massive Probleme, oder? Oh, weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe vergessen zu tweeten. Ich tweet mal eben kurz. Ich habe schon getweetert. Hast du geröpst? Ja, auch. Eben gerade hier? Ja. In unserem Stream? Ja. Das ist ja fantastisch. Das ist ja fantastisch. Also, absolute Spitzenklasse. Warte mal. Wo konnte man jetzt nochmal... Nee. Okay, Max, ich möchte mal kurz was loswerden. Hier schreibt jemand, schön dich zu sehen, Dad. Muss ich mir jetzt Angst, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich irgendwie... Naja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und dann alles wird das... Ja, gut. Doppelklapp. Clips. Das ist ja Sugar Daddy. Leute, was ist mit euch? Habe ich irgendwie Kinder gezeugt, von denen ich nichts weiß? Was war denn nochmal? Wo konnte man noch, man konnte bei seinem Kanal, bei seinem Twitch-Kanal gucken, was der krasseste Clip vom letzten Stream war. Kann man das? Ja. Und was war bei dir der krasseste Stream? Der krasseste Clip? Oh, ich glaube, ich klicke da drauf. Ja, wo Christo so weggeflogen ist. Ja, ich heb ab. Ich hab ihn. Das wollte ich ja voll gern tweeten. Hoppala. Teil. Wunderla. Ehre. Geil. Ja, Kalle, musst du, denn ich war das Einhorn, das dich auf der Gamescom so angestarrt hat. Ach so. Ich erinnere mich an Einhörner. Ich spiele wieder vorne. Da! Ich weiß wieder, Max, du warst auch dabei. Das Einhorn vor dem Fenster. Als sie da gestreamt haben. Die haben Schild hochgehoben, ne? Ja. Das war unheimlich. Alles ergibt einen Sinn. Der hat dich einfach nur angestarrt. Ja, der stand auch so einen Meter vor mir. Also wäre das Glas nicht da gewesen, hätte ich echt Angst bekommen. Nein. Alter, der Falco, der kotzt hier die ganze Zeit rum, ne? der ist immer schwer. Der grummelt immer die ganze Zeit. Der ist so unzufrieden. Jetzt hebt er seinen Schwanz hoch, seinen langen, schwarzen, weichen... Ja. So. Okay, jetzt bin ich gleich wieder für euch da. Ehre. Ehre! Entschuldigung. So. Ehre. So, ansonsten? Löbt heute der Lachs? Der Lachs löbt. Ich möchte dir so gerne ins Gesicht schießen. Aber ich habe nicht so viel Muni. Alter. Kann ich hier mal was teilen? Guck mal, hier schreibt gerade einer. Mhm. Er nennt mich erstmal Hand. Bin ich immer so. Hey, Hand. Ja, das ist so wie Tuttle jetzt T heißt. So, weißt du, das ist so mein Rapper-Name. Hey, yo, Hand. H. Yo, H. Ja, also irgendwie seine Klassenkameraden haben Mädchen-Account, ein Fake-Mädchen-Account auf Instagram erstellt und ihm geschrieben, dass sie ihn liebt und so weiter. Und er fand das halt voll schön. Und ich fand die schön, hab dann auch Bild von mir geschickt und das 2 Wochen lang. Ja, und dann haben die ihn getrollt. Also ich muss sagen, das nennt man ja Phishing. Und das ist richtig mies, tatsächlich.
Ja, für die auch. Also das ist auch nicht lustig, weil mit Gefühlen spielt man nicht. Steh dir. Da wurdest du gefischt. Das ist richtig low. Das waren so Leute, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen. Oh. Wer ist er denn? Oh nein. Den habe ich im letzten Teil immer gespielt. Ah ja, der Ninja-Roboter. Ja. Ehre. Also eine Klassenkameraden sind ziemlich low Sniper Battle 26, wenn ich das so sagen darf. Die sollten sich echt was schämen. Das kannst du denen auch sagen und ich finde, das sind auch keine Freunde. Das sind Vollidioten. Verstehst du das? So. Hi, Kammerjäger. Marihuans Tag wird versaut. Die Mission beginnt. Wer wird versaut, Alter? Was für eine seltsame Person. Das war doch eine Person, oder? Das ist Zero. Er war einmal ein Crimson Raider, genau wie du. Ich hatte mich schon gefragt, wo er abgeblieben ist. Alter, er war schon immer etwas kryptisch, aber tödlich. Oben oder unten lang? Oben lang, oder? Egal, wo du möchtest. Ich möchte hier lang. Ich bin ein bisschen irritierend, dass sie in dem Trailer auch oft so Kammerjäger sagen und dann doch wieder Crimson Raider. Wir müssen uns mal bitte entscheiden, was sie jetzt sagen. Ja, 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 ja. Oder? Das, ja. Nö, finde ich konsequent. So, du brauchst ja gar nicht rumhüpfen, weil meine Raketen die lenken nämlich. Der Maliban-Bot, Alter. Lol, der hat ein Fass in der Hand gehabt. Aber nicht mit mir. Ich deck die mal richtig ein mit Raketen so, ne? Am ist geil, oder? Ja, supi. Ich sehe das hier, das Teil hier schön. Guck mal, was ich kann. Hier. Blub. Und dann ist er weg. Und dein Freund auch. Meine Granate teleportiert sich immer zu Gegnern. Ist auch richtig lit. Oh, die geht immer genau auf den Gegner. Oh, lol. Alter. Siegball hat aber auch wieder komplett so rein. Zero ist auf unserer Seite. Verstehst du? Oh, eine Zero. Ja, stimmt. Den wollte ich auch gerade wegmachen. Aber dann habe ja, ich ja, ich auch. Ist nicht. Dann plündern wir Waffen. Okay, was ist denn das für ein Hund? Ja, Max spielt eine Klasse. Erzähl dir mal, was deine Klasse kann, Max. Ja, der hat immer so ein Haustier dabei und das kämpft gegen die Gegner. Und ein anderer Skilltree ist, dass ich auch noch so Vögel vorbei schicken kann und die bomben die Gegner weg. Und jetzt hat er gerade eine Scheiße gefressen. So, und der hier hat einen richtigen Revolver, Alter. Den zieht er. Da, zack. Jetzt ist er wieder ready. So, und damit mischt er mal die Gegner auf. Der Char gehört zu den Crimson Raider und ist ein Kammerjäger. Achso, die Crimson Raider sind dann eher so eine Fraktion. Hallo. Ah, ja. Hab ich ja wieder einen rausgehauen. Hast du wieder dann Scheiße gelabert, Bruder. Ja, passiert. So, ich mache hier ein Schild aus. Wow, ich hack mich rein. Jo, ich schneid's aber nicht mehr. Super, jetzt brauchen wir uns nur noch im Waffenlager zu bedienen. Ist eine Organisation, alles klar. Da kommen Dropships. Ist das Atlas? Negativ. Geil, wie Falco immer seinen Revolver zündet. Jetzt sind sie sauer. Der Gegenangriff schießen ja. Oh. 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 Oh, da hinten kommen sie wieder, ne? Vera Pyrotechniker. Oder ist wieder so ein Eismann. Nee, ist ein Feuermann. Oh. Irgendwer hat hier eine Nate gerade rübergeschmissen. Das war nicht so nice. Ich jag dir mal zu mit Raketen. Ja, ich schick dir mal hier meinen Geist ins Gesicht. Oh, der ist ja echt lose. Ja, ja, hier sind eine. Warte, meine Säuregranaten sind echt gut gegen die. Alter, hier ist richtig schon echt Randale. Kommen die auf einmal so schnell her? Sind die besoffen? Ich schmeiß da Granaten Laserschwert. Rein. Schmeiß der hat Granaten rein. Ich schmeiß da Granaten rein. Ja, 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 warte mal. Schmeiß da Granaten rein. Ich schmeiß da Granaten rein. Schmeiß da Granate wurde reingeschmissen. Alter, das ist ein richtiger. Hier, ja, hier, die Mann. Rücken. So. So läuft es nämlich. Ja, Max, ja, aber mir brennt. Alter, ich spawn neue. Sturmsoldaten. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Ja. Scheiße, Nate. Aui. Oh, jetzt brenne ich wieder. Hier kommt einer hoch. Hier kommt einer. Oh, was ist hier denn ein Schild? Oh, shit. Oh. Ich jag dem richtig eine rein. Ja, ich box den. Ich muss meine Fähigkeit öfter einsetzen. Warte, ich mach das mal schnell. Aui, au, au, au. Ich glaube, ich bin jetzt down. Jo. Echt? Jo, ich hab eine. Jo. Das war's mal wieder komplett. Meine Fähigkeit macht nichts! Ich musste den Raketenwerfer nehmen. Alter, der boxt mich, obwohl ich auf dem Boden liege. Was ist er denn für einer? Ich bin eine Frau! Und dann hole ich. Ja.
Bitte trappel mich einfach! Die sind halt auf Stufe 13, ne? Die sind zwei Level über uns. Vielleicht sollten wir erstmal ein bisschen grinden gehen. Aber... Also, ne? Die Herausforderung, Max. Ja. Alter, schieß zurück. So, ich bin jetzt da. Ja. Also, halt er ist mir. Nicht nett zu mir. Kann Falco mal was machen? What? Einen habe ich. Er rennt einfach los. Einen habe ich. Ja, nimm doch. Ach, die gehen dann immer Schrott. Die Leute. Nicht mehr auf, ne? So, den haben wir. Besiege mal über einen Gegner. Okay, irgendwie ist mein Nahkampf übel gut gegen Schilde. So. Tschüss. So, Kalle. Jojo. Geht weiter, wa? Geht wieder los. Hau in eine rein. Ja, hab ich. Der hat sich hingesetzt. Wer ist das? Ist noch einer, den holen wir uns zu. Was war jetzt da? Geil, Stufe 12. Ehre. Oh, ich nicht. Nice. Okay, ich kann jetzt ein paar neue Sachen ausrüsten. Wonach suchen wir? Mein Schwert braucht Upgrades. Neue Maliwan-Technik. Durchsuch das Lager. So. Mein Schwert braucht Upgrades. Na gut. Wie vergleiche ich denn das jetzt noch? Ach ja, so. Ja, okay. Also jetzt habe ich, glaube ich, eine ganz gute Waffe. Was ist das hier? Shotgun. Ja, vielleicht sollte ich... Warte, ich probiere die jetzt erstmal aus. Okay, ich glaube, die ist... relativ für den Nahkampf geeignet. Okay, ich probiere erstmal aus. Vielleicht nehme ich dann die Schrot. So, was können wir skillen? Ich kann auch gar nicht skillen. Oh, nächstes. Oh, kann ich schon? Was macht das? Lex Jabba entwickelt sich zum Muskelprotz. Ich habe 9 mit einer Powerlocke! Was? Wirft seine Pistole weg und rüstet eine Shotgun aus. Warte. Muss ich sehen. Mach. Ändere dein aktuelles Haustier. Er ist weg. Oh lol. Jetzt hat er eine Shotgun. Wie er aussieht, Alter. Wo geht er hin? Wo rennt er hin? Der lootet. Lootet? Nee. Der hat die Kiste gefunden. Der ist so... Oh, what? Gibt Flak einen Angriffsbefehl, lässt der Muskelprotz eine Nahkampfwaffe erscheinen, deren mächtige Angriffe Feinde zurückstoßen. Okay, mit welcher Taste? Wie gebe ich den Angriffsbefehl? Leute, wie gebe ich den Angriffsbefehl? Der übelste, der heißt doch Muskelprotz. Sniper Battle, es tut mir echt leid, ne? Aber... So, wir fühlen mit dir, aber du musst es jetzt hier nicht komplett erzählen mit dieser Triade da auf Instagram. Mit F. Ja, bei F mache ich mich da unsichtbar. Aber das ist dann auch für... Ach, gedrückt. Okay. Das muss ich mal gleich testen, wenn ich Gegner sehe. E gedrückt. Willst du die Waffe nehmen, oder? Hier. Raketenwerfer. Ja. Ich spring schon mal runter. Hier sind noch mehr Kisten und alles. Alter, hier ist einiges, Kalle. Das ist ja die Waffenkammer. Wahrscheinlich. Was? Na ja. Ja, die erste? Ja. Hier steht auch, plündere die Waffenkammer. Das Waffenlager, Entschuldigung. Das Waffenlager. Das. Ne? Alter, 300er Schild habe ich jetzt. Brauche ich nur ein Level. Ey, Max. Ja? Seit Wochen, ne? Kommt immer mal wieder jemand in meinen Twitch-Chat. Der einen sehr, sehr anstößigen Namen hat. Und ich frage mich bis heute, wie der durchgegangen ist. Und ich zitiere jetzt einfach nur einen Namen aus meinem Twitch-Chat, okay? Er heißt Feldfotze. Ja. Wie gut. Geht das? Ja, ist natürlich interessant, dass er immer noch so am Stissel ist. Weißt du, wie ich meine? Also, dass er halt immer noch existieren darf. Ja.
Ist das hier die erste Schatzkammer? Das wäre sick. Alter, ich habe ehrlich gesagt beim letzten Stream den Plot nicht so viel mitbekommen. Es ist halt sehr herausfordernd mit 4 Leuten, deswegen sind wir heute auch zu zweit. Mit 4 Leuten Borderlands zu streamen. Ja. Weil alle 4 labern. Und hier im Borderlands labert ja auch jeder. Alter, eine Sniper. Jo, gönn dir, Kalle. Ich kann die auch droppen. Das waren, nee, gönn dir. Ich gebe ihm mal... Nein, behalt, das ist gut. Ich hab den Raketenwerfer. Ich hab ihn ausgewählt. Er hat jetzt eine Molekularklinge. Alter, das... Cool, das ist ein richtiger Sith-Lord. Ging euch das auch so? Mit 4 Leuten ein bisschen too much? Mein Angebot steht noch. Es ist noch nicht zu spät, um für Maliwan zu arbeiten. Ja, ich hatte auch das Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Weil Borderlands ist halt so ein story-orientiertes Spiel eigentlich. Jetzt bei Maliwan. Der Typ ist ein Arsch und voll besessen von Reese. Ganz schön unheimlich. Der Typ ist ein Arsch. Lass mich Maliwan Schilde schneiden. Tritt zurück und schau. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Hey, zeig mal Zero, Alter. Zero Fucks. Jetzt macht er das Schild kaputt, pass auf. Ja, mit dem Molekularklingenschwert, ich sag dir. So, und das Schild geht, und das Schwert geht kaputt. Bruder, bist du sicher? Alter! Der Stark! Schalte das Gigahirn aus. Das ist der Auftrag. Guck, schalte das Gigahirn. Ich habe noch nie ein Gigahirn gejagt. Ich freue mich schon, es sterben zu sehen. Alter, die Brille von ihm! Sie hält die Geheimnisse. Er ist einfach eine Tötungsmaschine. Du meinst, wir schreiben den Schädel von Maliwan und ziehen uns die Geheimnisse raus? Das ist ja der Plan. Treffpunkt Halcyon Raumhafen. Und die Jagd beginnt. Bruder. Ich habe insane viele Nachrichten per E-Mail. Echt? Ich guck da immer nie rein. Wo ist denn mein E-Mail-Fach hier? Bruder. Ich glaube, das ist, weil ich dieses Echo-Ding aktiviert habe, oder, Leute? Erzählt doch mal. Ich hab in... Hä? Ich hab ultra viel Legendary-Waffen. Was? Ja, 2. Wo ist denn dein E-Mail-Fach? Wo ist mein E-Mail-Fach? Escape Social. Oh. Hä? Ich episches Schild. Nee, legendäres Schild. Oh, warte mal. Ich hab jetzt irgendwie ein paar Sachen bekommen. Dreh mal richtig auf. Erfahrungs... Ich krieg 10% mehr Erfahrung. Was? Das sind Geschenke von Schiff G. Und dem VIP-Programm. Geil! Geil! Ja, das brummt hier gerade in-game. Kein... Ja, ist bei mir auch so. Hast du auch hier Alter, legendäre Granate? Was ist das? Ey! Du tötest mich! Du hast irgendwas ausgerüstet, glaube ich! Was uns tötet! Warte! Die Nate! Die Nate! Es laggt! Bist du tot? Nein, ich stehe in der Ecke. Ich hab nichts ausgerüstet. Also ich wollte, aber hab ich nicht. Was war das? Weil ich muss mal meine Sachen durchlesen. Also. XP und Beute-Effekte wirken bis Level. Löst Nova-Schaden aus, wenn der Schild bricht. Okay, nice. Prallt ab und explodiert bis zu 5-mal. Feinde lassen einen abartig großen Haufen Geld fallen. Wenn sie Schaden erleiden. Okay, ich rüste jetzt mal die ganzen legendären Waffen aus und wir probieren die aus. Ich habe noch eine legendäre Ultraball. Leg dich nicht mit dem Gummiball an. Das habe ich auch. Ja, dann nimmst du den, okay? Ja, ja. Okay, what? Warte mal, ich muss noch mal ein paar Sachen loswerden. Ich bin so ver... Also... Nein! Not again! Was, geh was weg machst von mir. Du denn? Geh weg von mir! Aber was ist das denn? Geh weg! Das ist... Nee, das sind Falco und du. Geh weg! Ich weiß nicht, was du da machst, Max. Falco, hör auf! Falco, aus! Hä? Was ist das? Kann mir das jemand erklären? Ja, was, Lost? Erklärt doch lieber! Maschallah!
Ich muss hier mal ein paar Gegenstände loswerden. Das passiert, wenn du nachlädst. What? Wie? Okay, Kalle, ich lade jetzt mal nach. Nee, wir hau rein, Alter. Nee. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Oder andere Waffe. Andere Waffe? Die Legendary Waffe? Hast du so eine? Hey, ist eine Wasserpistole! Ey, aua, aua! Waffe wechsel! Yo! Aua! Alter, das zirpt richtig. Hau rein, Max! Alter, Mann, bist du doof? Alter, ich sterb grad, ne? Was soll das? Wir sind zu dumm! Nee, ich kann dich nicht hochholen. Das ist immer noch. Mann, warum? Warum tötest du mich? Alter. Vor allem, da gibt's 100 pro Leute bei irgendjemandem hier im Chat, die das wissen. Was hier grad, was ist das hier? Es knallt, es knistert immer noch. Es funkt zwischen uns, Max. Jetzt mach nichts. Das kommt von oben, ist ein Gegner. Hey, jetzt trollt uns bitte nicht. Was passiert hier? Ich mach nochmal ein paar E-Mails auf, okay? Wie, der Schild, Max? Ich hab den jetzt gewechselt. Und hier ist die Wasserpistole. Die hätte ich auch gerne. Da steht nicht, dass der... Ich hab mein Zeug durchgelesen. Ich... Der, in dem Schild, ich hab's durchgelesen. Das könnt ihr mir nicht vorwerfen, hör mal. Dreh mal richtig auf. Steht da. Ja, vielleicht ist dreh mal richtig auf, das. Löst... 300... Was? Ah, Nova-Schaden. Nee, das war aber kein Nova-Schaden. Nee, da, wenn der auf Null geht. Ja, aber... Wenn der Schild bricht. Der war ja auch voll. Ja, eben. Liegt an der Wasserpistole. Okay. Je nässer, desto besser. 10% Waffenschaden. 60 indirekter Schadenradius. Aber da ist so ein Elektrosymbol tatsächlich dran. Hyperhydrator. Kann ich das denn benutzen? So, dreh mal richtig auf. Qualität XP Booster. Da fährt ein Buggy rum, der Blitze schießt. Ihr verarscht uns. Finde ich nicht gut gemacht. Warum verarscht ihr uns? Hier ist kein Buggy. Ah, jetzt ist wieder los. Doch! Doch! Der Wichser, was? Hä? Da ist wirklich ein Buggy. Ja. Aber... Aua. Oh, hier kommen ganz viele Leute, Max. Ich hab auch jetzt eine Wasserpistole. Aua. Ich bin Level 12. Oh, das ist hier alles nicht gut. Oh, weia. Oh, weia. Das war richtig lame. Ich hab nur vor ihm stehen. Max, kommst du zurecht? Nein! Aua! Alter. Euch mach ich nass. Was macht die Waffe? Kommt das an? Kommt das an, was ich schieße? Kommt das an? Ich bin so verwirrt. Hier ist irgendein taure Schamane, der die Kettenblitze auf uns niederregnen lässt, Alter. Ich reih nicht, wo der ist. Es ist doch nicht jetzt wirklich dieser Buggy da, oder? Ich glaube schon. Ein Problem. Ich glaube schon. Weil immer, wenn ich um die Ecke komme, geht's los. So. War das jetzt wirklich Angst, der Buggy? Nahe zu kommen, muss ich sagen. War das jetzt wirklich... Oh, von hinten! Ey, jetzt reicht's aber mal. Ich kann den nicht treffen. Alter, der rast aber auch. Hier ist 30! Du musst die Waffe auch erstmal kennenlernen, ne? Ja. Warte mal, ich hab hier diese Granate, die Geld liegen lässt. Oh, LOL! Was sind das für Boing-Dinger hier? Was sind das, Nades? Ja.
Alter. Die hast du aber auch. Wir haben beide genau das gleiche Equipment bekommen. Ja, das ist, glaube ich, wenn man damit... Nee, du hast die andere ausgerüstet. Ich habe die hier. Die breit bis zu 5-mal ab. Hey, ich sehe. Kalle, das ist zu viel für mich. Ja, ich finde auch schon wieder... Hast du das krasse Schild ausgerüstet, Nova? Ja, ja. Okay, so, wollen wir weiter? So, warte, Max, ich kann mal eben einen Skillpunkt machen, dann können wir weiterlaufen, okay? Okay, ich versuche meine Waffe zu checken. Also, das ist eine Wasserpistole. Je nässer, desto besser. Bedeutet, wenn man mehrmals hintereinander wahrscheinlich schießt, macht es mehr Damage. Er trifft. Oder? Genau. So, und der hier bricht mir hier nicht zusammen. Ach, guck mal. Da kann man auch den Schussmodus wechseln. Da musst du auch mal drauf achten, ne? Schockst du den Waffen? Kannst du den Modus wechseln? Ach, ich mach die erst nass und dann schock ich die. Und umso nässer die sind, umso mehr Damage macht der Schock dann. Das ist insane. So, das Ding hat nur eine. Okay, das ist... Bricht mir nicht zusammen. Mhm. Gut, ich probiere mal ein bisschen die Wasserpistole aus. Ja. Ey, eben war einfach so COD-Gameplay. Ich hatte so eine MP5 und M4 und alles war gut. Und jetzt auf einmal, Alter. So, du hast du jetzt den Ultraball oder hast du die andere Granate? Den Shabba Rubber Shredder. Shredder, Alter. Ich habe Shredder Shredder. Okay, sollen wir das so lassen dann einfach? Ja, ja, du nimmst Shabba. Nee, du nimmst... Ich nehm Ultraball. Ultraball. Ja, ja. Das ist übrigens ein Pokémon. Ultraball, ja. Elektro. Ah, ja, wollen wir weiter? Ja, ja, jetzt bin ich hier. Ich probiere die Wasserpistole aus. Okay, dann nehme ich die andere. Hallo! Das wird keine feindliche Übernahme bleiben, oder? Atlas und Maliwan befinden sich in Verhandlungen. Was ist das grüne Symbol? Es nicht. Aber am Ende werden wir eine riesengroße, glückliche Familie sein. Falco auf einmal Elvis Costner, jo. Ein kleiner Fischkammerjäger. Meiner Zeit nicht würdig. Jo, stimmt, den muss ich auch erstmal ausprobieren. Das müssen wir als erstes machen, wenn wir Gegner sehen. Wenn du unter den Füßen von Giganten spielst, wirst du zerquetscht. Jo! Jetzt! Was macht der? Er rennt los. Ich dachte, rennt er wirft die... Warte, mach nix. Ich dachte, er wirft die Schrot weg und boxt die. Jo! Alarm. Und jetzt? Der andere schmeißt mir... Sag mal, ich glaube, es klappt nicht. Sag Bescheid, wenn ich schießen soll. Jetzt! Oh, Leute! Jetzt kannst du. Hier ist nochmal so ein Auto. Das ist so eine Art Granatenwerfer. Okay. Ich komme hinter. So, den mache ich jetzt nass. Ich mache den nass. So, wenn er jetzt nochmal umdreht, dann kriegt er jetzt eine Granate ins Face. Komm her jetzt. So. So, warte, jetzt schocke ich ihn. Er ist jetzt richtig nass. LOL! Okay! Okay! War das jetzt? War das ich? Also ich habe auch meine Fähigkeit eingesetzt, ne? Na gut. Sorry. Sonst lass ich den nächsten nochmal zum Ausprobieren. Nee, ist ja alles cool, Alter. Nee, alles nass. Kein Dach drüber. So. So, sorry, dass das hier also, ich weiß nicht, was das jetzt für eine Viewer-Experience ist gerade, ne? Aber wir müssen es auch mal ein bisschen hier ein bisschen. Ey, ich finde das mega geil. Das ist halt wirklich jetzt mal richtig Borderlands. Diese mega Special-Waffen. Ich meine, ich habe eine Wasserpistole und wenn ich die umstelle, schockt die. Das ist halt. Crazy Gameplay, ja. So, lass ihn mal ein bisschen loot. Brauchen Zeug. Munition brauche ich vor allem, ey. Ja, aber Servus. Falco hat den richtig weggeboxt, ne? Bis nach Mappen. Mit seiner Elvis-Locke hier. Ja, guck dir an. Der doch, also, das ist ein geiler Hund. Ich sag's ja immer wieder. Ich weiß ja, ob das ein Hund ist. Na klar, der hat vier Beine und einen Schwanz. Das muss ein Hund sein. Jo. So. Okay. Ja, können wir weiter, wa? Ja. So, jetzt probiere ich die hier aus. Das, was stand da nochmal dran? Brich mir hier nicht zusammen. Das ist irgendein Hinweis, Kalle.
irgendein Hinweis. Okay. Das ist ein kleiner Hint, ne? Weiß. Oh, hier ist ein Kaffee. Das schmeckt. Beam me up. Ein Clappuccino gibt's hier. Was ist ein Clappuccino? Jo. Beam me up, Schön. Was ist das hier für eine Kamera? Ja, geht's weiter, so. Wa? Ja, bei der Kamera wieder. Ging irgendwie nichts. Henno, auf vier Beine und Schwanz. Genau. So, ich lass dir nochmal was spawnen, wa? So. Wie ma. Wo ist denn der Automat? Ja. Ich bin da. Ah, okay. Nee, Ja, das war ja eine weite Reise. So, wir sind da. Gigahirn ist hier. Der Teil macht mir Spaß. Jo, jetzt Alter, macht er wieder alles kaputt. Er ist halt wie Qui-Gon Jinn. Alter. Ja. Halt wirklich Qui-Gon Jinn. Der schwarze. Alter, hat der Arbeitsamt draufgeschnitten, oder? Dies ist dein Testkampf. Alter, guck mal. Beweise dein Kampfgeschick. Ich sehe dir zu. Wann ist noch heiß? Oh, der rennt aber los. Ich renne dem mal ganz schnell hinterher. Aber hier sind überall noch Sachen zu looten. Ja, ist so. Also Schild und AP, ist das so interessant? Ich dachte mir so, Fähigkeiten und Waffen und so und Granatenanzahl ist interessanter, oder? Weil wenn ich tot bin, bin ich tot. Also eher ja für... Wer ist Erde, Kalle? Hier von... Gigamind. Wie heißen die noch? Futurama, Yo. Alter. Nee. Ah, nee, von Turtles. Der Schreddermann. Der hatte auch so einen mit dem Gehirn im Bauch. Was macht die Waffe? Ist die... Oh, ich schmeiß mal jetzt. Oh, Lol, was ist mit ihm? Er ist umgefallen. Alter, hier die ganzen Bälle. Ich reihe die Waffe hier nicht an. Rein, Henno, rein! Okay, er hat ein Schild. Er fliegt weg. Okay, ich nehme hier lieber eine Spritzpistole, bin ich ehrlich. Leute auf. Pass mal auf hier. Ich mach mir die kleinen, Leute. Ja, ich mach Spritzpistole. Ja, ich hau den jetzt was ins Gesicht. Oh, der ist weg. Alter, die sind aber auch. Alter Verwalter. Ich mach den richtig feucht. Oh, Alter. Wenn ich kritte, dann kritte ich richtig. Oh, ich kann jetzt von hinten rauf. Aber jetzt kommt hier wieder einer von der Side of Life. Das macht nicht viel Schaden. Alter, Scharfschütze. Nein. Oh, was bist du? So. Aber ich kann ihm irgendwie nicht so viel anhaben, muss ich sagen. Ich glaube, der ist einfach sehr schockimmun, oder? Als vom Typ her. Ja, warte mal. Ich kann ihn nochmal hier meinen Ding ins Gesicht haben. Jo, das war gut. Alter, die Waffe... Was hat er denn für eine Verbindung? Ach, die ist gut gegen Schild. Telekom. Brich mir nicht zusammen. Schildbrecher. You know what I mean, Alter. Also, da muss man auch wirklich seinen Kopf benutzen bei diesem Spiel. So, jetzt wird er eingedeckt mit Raketen. Und Falco Box sehen. Ja, guck mal. Muskelprotz. Master Text, ja. Ja. So einer ist das. Eine Sekunde. Und flupp. Oh, ich hab daneben geballert. Oh, du hast Geld geschossen. Oh, Geld. Deine Geldkanone. Hä? Der macht scheiße Schwudel. Hey. So, jetzt geht's in den Kopf. Ich hab keine Muni mehr. Oh, der schmeißt irgendwas auf mich. Ich hab keine Muni mehr. Echt? Schwierig. Ja, aber hier sind Sachen. Ich kann da nur... kommen wieder Leute. Max, ich brauch deine volle Unterstützung. Ja. Warte mal, hier Granada. Wir müssen jetzt einfach weg. Granada. Alter, okay. Granada. Das ist halt und eine krasse Granada. Hadouken! Ja. Ciao, Bruder. Den haben wir. Oh, der droppt ein Gehirn. Ich habe das Gehirn genommen. Lass mal loot. Wir brauchen nicht mehr Ninja looten. Wir sind nicht zu viert. Das Gehirn war einfach nur ein Questgegenstand, wollte ich gerade sagen. Alles gut. Schick
Nee, der hat ja da noch mehr gedroppt. Ja, das habe ich alles liegen lassen. Ja, deswegen. Also. Hier ist was Lilanes. Das ist für mich. Das ist ein. Für meine Klasse, oder? Oder ist das für dich? Für deine Klasse? Ich sehe das gar was? Nicht. Warte mal. Haben wir geteilten Loot? Ich glaube, wir haben geteilten Loot. Wow. Nimm mal alles mit. Du hast meinem Giga-Hirn ja. das Hirn weggepustet. Nee. Hast du alles eingepackt? Nee, zwei grüne Sachen liegen noch. Schon klar. Ja, dann. Dann haben wir geteilt. Mein Vater sagte einmal, was? Ich sei an 12 Aber wir hatten doch vorhin diese Kiste, oder nicht? Also habe ich unseren Stammbaum mit 11 Schnitten zurechtgestutzt und. Vielleicht nur, wenn so Kisten. Reihe. Denk darüber nach. Jetzt, wo du mir in die Quere gekommen bist. Na gut. Ich habe eigentlich keinen Bock so auf viel Waffengeswitche. Deswegen weiß ich nicht, ob der Schildbrecher mir zusagt. Ich glaube, ich hätte dann lieber. Eine fette Schrot? Aber die Wasserspritzpistole war jetzt auch nicht der Hammer, oder? Wann kann ich denn Klassenmods benutzen? Ich hatte jetzt nur die beiden Pistolen, um die auszuprobieren, weil wir die gerade neu haben und die Legendary sind. Ist die krass? Lecker. Doppelklang. Ja. Ach, ist es links oben immer quasi der Gearscore an der Waffe? Ja, ja. Okay, das hilft mir jetzt massiv. Okay, das weißt du. Das wusste. Nee. Darauf habe ich nie geachtet. Okay. Okay, die Schrot, die ich habe, ist anscheinend insane. Gut. Das wusste ich halt legit nicht. Oh mein Gott. Leute, die sind sogar besser. Also meine Granate ist nicht so nice. Tatsächlich, deine knallt halt richtig, ne? Aber hier soll insane sein. Granaten verursachen sehr starken Rückschlag. Verbraucht bis zu zwei Granaten, die den Schaden jeweils zum... Da kann ja jemand mal in den Chat schreiben und sagen, ob das Geld jetzt wirklich was bringt in dem Spiel oder nicht. Weil wir haben ja letztes Mal so gerätselt. Hm. Das würde mich nochmal interessieren. Ob wir das Geld saven sollen für irgendwelche... krassen Items oder so. Mhm. Ich habe nicht zum Beispiel bei Fossil im Stream gesehen, dass er auch ziemlich viel gegambelt hat an den Automaten. Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich gut, weil da können so richtig krasse Legendaries kommen, oder? Ja. Geld ist wichtig für Upgrades. Upgrades von was? Von Fähigkeiten oder Waffen oder? Ja, Muni. Munitions-Upgrade. Erweiterung deines Mags. Beim Respawn verbraucht man Geld. SDU-Upgrades kaufen. Je mehr Platz, Okay. Okay, also Upgrades. Wo kann man die Upgrades kaufen? Bei welchem Händler? Ist das so ein Charakter, den man kennt? Von der Story? Equipment Slots. Sanctuary. Ja, auf dem Schiff, ja. Markus. Okay. Markus. Markus. Ja, wollen wir weitergehen da vorne? Geht's da voll weiter? Gerne. Ich weiß nicht, geht's hier? Hier wird irgendwie map-technisch was angezeigt durch. Ich glaube, man kann da nicht hoch. Ja. Okay. Ja, ihre. Erweiterung. Gibt's alles bei Markus. Tony Hawk. Boah, 360. Und jetzt können wir wieder hier losfahren. Ehre. Hey, 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 hey. Ja, sorry, aber Gänzen. Boah, ich komme nicht durch. Sorry. Oh. Links. So. Jetzt aber nochmal Gas. Alter, hab ich hier Formel 1 Geräusche. War überholt. Oh, wir sind da. Moin. Geil. Oh, ich muss erstmal verkaufen. Die machen okay. Ja, Dito. Zurück, Kammerjäger. Moment, oh, Shit dabei. Warum lebst du nach Hirn und durchgebrannten Kabeln? Schnauze halten! Melde dich bei Reese und sag ihm, dass die Sache erledigt ist. Beim Boss ganz links war nur eine Waffenkiste? Glaub ich. Oh, wollen wir noch zurück? Er sagt, glaub ich. Oh, no. Can you believe, glaube ich. Ja. Yeah. Oh, die neuen, die Legendary Sachen können wir aber nicht verkaufen, ne? Das ist natürlich schade. Wir haben doch irgendwo so, so eine Kiste. Story Object. Gib das nicht gleich alles aus. Außer natürlich hier. So, ich werde hier alles verkaufen, was nicht mit dem Nagel fest ist. Ne? Ja, ja, Dito. Also Ultraball hat aber schon, das hat mir schon den Eindruck vermittelt, dass es knallt. Ich lasse ihn erstmal drin. Okay, bin ich ehrlich. Kannst die Waffen mit Steuerung nach Stärke sortieren? Oh, das ist auch gut. Das ist auch gut. Leute, so eine Infos. Nice! Warte, will ich noch eine Kiste? Wo
Sollen wir nochmal zurück, oder? Ich muss sagen, manche Angebote sind echt ganz nice. Nochmal zurück würde ich, glaube ich, nicht. Es sei denn, auf einen wunderschönen Tag im Militärkomplex. Ja, wir sind natürlich immer nichts, ne? Hier ist eine krasse Sniper. 213 Gear Score. Ich hab eine bessere sogar. Für 1200. Ich hab 20.000. Ehre. Ja, die hole ich mir einfach mal. Komm, mach mal. Bin ich ehrlich. So, kann ich hier noch was kaufen? Achso, Ammunition. Oh, was ist das? Neues Schild? So, wie kann ich jetzt. Okay, in Sanctuary, okay. Doppelklang. Alter, ist das eine Röhre. Gut. Wollen wir mal eine Sidequest machen? Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen hinterm Level. Können wir gerne machen. Du meinst, mach mal, wie du meinst. Mach mal. Ja, die Sniper mit dem Action-Skill sind halt, glaube ich, auch. Aber mit der Shotgun auch. Machen wir. Was hältst du davon, diese vom Krieg verwüstete Stadt wieder zivilisierter zu machen? Fangen wir mit dem wertvollsten Rohstoff überhaupt an. Kaffee. Ich bin ziemlich fertig. Und okay, wenn ein Commander einen Fehler macht, sterben Leute. Und meine Truppen könnten einen bestimmt Kaffee auch genommen. Eine Aufmunterung gebrauchen. Geh für den Anfang zum Rise and Grind Café. Lol, da waren wir. Da waren wir schon, ne? Da gab's doch hier schön lecker. Abfahrt! Gehen wir los! Achso, soll ich die erstmal aktivieren als Quest? Da hänge ich dich ab. Ja, das Rise and Grind ist wie ausgestorben. Aber da sollte ein Barista-Bot sein. Der tut es zur Not auch. Bot? Die Dinger sind ziemlich nervig, aber der Kaffee Barista-Bot? Ist wert. Barista-Bot? Barista-Bot? Ey, hier? Bist du ein Barista-Bot? Also, ich hatte das Gefühl, man müsste da eigentlich rein können. Ich glaube, ich muss sie erstmal. Erstmal. Klingeling, betätige die Klingel. Ich brauche Kaffee. Klingel betätige. Klingel? Oh, hier vielleicht? Nee. Oh. Oh. Was ist das denn? Hä? Was? Das war meine. Ey, ich lad nach. Schmeiß die Waffe weg. Ich auch! Und da steht Shoot Me drauf. Und wenn ich drauf schieße, explodiert die. Aber guck mal bei mir. Ich lad nach, warte. Und dann passiert los, das. Benutzt die Klingel. Ja, das ist die Lenkrakete. Was ich immer hatte. Achso, ja, gut. So, ich glaube, man muss hier an der Theke klingeln. Hier! Moin! Ich glaube, ich ziehe meinen Pulli aus. Oh, hey! Du willst doch nicht etwa was kaufen? Jetzt höre ich nichts, egal. Oder? Das ist die Bar. Ja, gegnerische Fahrzeuge klauen hatten wir auch. Ein paar arcturianische superschwarze Kaffee, bitte. Oh, tut mir leid. Okay. Die Energiekarte ist gerade durchgebrannt und ohne Energie gibt's keinen Kaffee. Natürlich. Aber das ist okay. Ist okay. In der Nähe gibt es einen schweren Maliwan-Soldaten. Er nennt sich Papa Kern. Ein echtes Arschloch. Der Typ hat einen Energiekern in den Anzug eingebaut. Den brauchen wir. Oh, gehen wir so. Ah ja, das allseits bekannte Energiekern-Dilemma. Was auch sonst. Ja. Das ist schon komisch. Früher habe ich Sachen gesagt wie, ich töte jeden, der mich vor meiner ersten Tasse Kaffee anspricht. Jetzt könnte ich das wirklich tun. Ich weiß auch nicht. Das finde ich einfach lustig. Okay. So, warte, ich wollte die Quest gerne auf der Map aktivieren. Karte. Log. Achso, Log. Nebenmission. Wie hieß sie denn? Hier, das. Töte Papa Kern. Habe ich markiert. Irre. So, ab ins Gefährt. Oh, wir sind Shit. Schon da. Echt? Ich hab schon.
Ah, hier kann man auch noch ein paar Quests machen. Sorry. Ist er da schon? Die mit ihrem Strom, ne? Oh, da hinten steht er doch. Hat er hier wieder Freunde eingeladen? Ui, ich brenne. Boah, kritisch. Boah. Der liegt auf dem Boden. Aber ich burne. Ich bin down. Echt? Krass, ja, ja. Ich bin die ganze Zeit am Struggling. Ich hab viel gefressen. Oh, ich hab den aber. Ich bin down. Oh, hier ist noch einer. Warte mal. Ah, ich will die Waffe nicht immer wegschmeißen. Ja, machst du automatisch, wenn du die ausgelöst. Ja, ich weiß. Sag's ja nur. Sorry. Nimm mal das Gerät mit da, Mats. Ey, wer erschießt denn da jetzt so? Ja! Alter, der boxt gegen Falco. Ey, warte. Falco kann auch zurückboxen. Geht doch. Und jetzt zurück zum Laden. Ich brauche endlich Kaffee, verdammt! Alter, was ist los mit der? Die Frau, ne? Was soll das denn? Es tut mir leid, aber außer mir... Wie meine Chefin damals. ...zwischen diesen Zivilisten und einer Maliwan-Armada. Dieser Kaffee wird Leben retten. Angefangen mit meinem. Das ist wirklich meine Chefin. Alter, der ist schon wieder da. Nee, ist ein anderer. Was geht? Okay, was geht? Ach, da. So, jetzt gibt's Kaffee. Ich hab hier ein Problem, Max. Echt? Ja. Oh, der ist durch die Gegend geflogen. Okay, ich hab doch kein Problem. Ich komme. Okay. So, Kaffee ist jetzt auch hier ready, glaube ich. Was ist denn hier? Viola. Bist du schon losgefahren? Ja. Wo ist mein Auto? Max! Ja? Ist mein Auto weggemacht? Nein. Weiß ich nicht, was das jetzt soll. Hey. Mein Auto ist weg. Na klar. Ja. Scheiße. Tut das weh? Oh ja. Moment. Ich habe eine Idee. Da ist dieser Maliwan-Commander, der immer einen Reisebecher dabei hat. Versuch ihn aufzuspüren. Ich brauche einen Becher, Kalle. Ganz im Ernst? Also dieses koffeinierte Abwasser, das Maliwan Kaffee nennt, ist an sich schon ein Kriegsverbrechen. Ich will nur den Becher von diesem Commander. Ich will mit, war das ist hier auch um die Ecke. Kalle, kommst du? Ich komme jetzt alles oder vorne. Okay. Wie du da trotzdem noch so hinkommst. Ja, ja, klar. Commander hervorzulocken. Der Becher gehört mir. Die Kaffeepause ist wohl vorbei, Leute. Auf sie! Was? Knallt gut rein. Ach, man muss, glaube ich, auf seinem Rücken schießen. Tatsache. Ach nee, das ist Falco. Ja, irritiert das aber auch ein bisschen, dass er die wegschmeißt, ne? Die Leute? Nee, die Waffe. Ja, mich irritiert das mehr. Mega. Oh shit. Okay, der jagt ein paar Raketen hier rein. Oh, der ist durch die Gegend. Die kommen aber auch immer nah. Ich hab Bock drauf, oder was? Eine Armlänge! So. Alter, Arm ab. Irre. So. Ja, moin. Ja, mein Raketenwerfer ist leider nicht mehr so nice. Auch wenn... Er war eine geile Zeit. Wobei... Guck mal, diesen Level 11, der geht richtig down. Sie rumschreit, weil sie im Brennen ist. Ich soll mal nicht so rumheulen, ey. What? Meine Granate ist komplett broken! Alter, willst du mal sehen, wie die wegfliegen? Ja. Schnauze dahin. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich sehe manchmal gar nicht, wo du bist. Ey, mich irritiert echt hart mit der Waffe wegwerfen. Ich denke da immer nicht dran. Vor allem, shoot me. Ja. Scheiße. Mann, schon wieder. Vor allem, ich will die halt nicht werfen. So, ja. Ich will die nicht werfen. Ich will die halt nicht werfen.
Ja, aber man hat halt keine Wahl. Ja. Ich kann mal hier die Büschel nehmen. Was ist hier jetzt? Achso, hier liegt nochmal so ein Becher. Warte, ja, das war der Chef. Ja, mal weggemacht. Bester Commander der Welt? Der gehört sowas von mir. Ich bin jetzt der Kaffee-Commander. Du hast also meinen Kaffeeboten getötet. Was machen wir hier, ey? Aber du hast meinen Becher gestohlen. Und den zurück. Ich bin der einzig wahre Kaffee-Commander. Könnte auch sowas Selbstsynchronisiertes aus meinem Video sein. So dumm ist das. Oh. Arturianischen Superschwarz beinahe schmecken. Schnell zurück zum Café, los! Sie ist ja komplett durch, ne? Ja, ja. Oh, kommt wieder. So, meine Chefin, damit durch jeden Montag, wenn der Kaffee leer war. Ja? Komplett durchgedreht, ja. Ich weiß, nicht schlecht drauf, ne? Ich befehle meine Truppen, ihn um jeden Preis zurückzuholen. Wir werden ihn nicht dem Feind überlassen. Kaffee-Kommando. Wow! Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Geht los, Max, geht los. Ja, ja, die sind gedroppt. Stell dir mal vor, du schickst halt so deine Leute los, weil jemand deinen Kaffeebecher geklaut hat. Ja, ja, ich find das gut. Konsequent, ne? Boah, nee, du haust wieder rein. Nee. Oh, doch. Alter. Der hat kassiert. Falco, fass. Warte, lass das Falco machen. Und weg. Barista Bot, halt's Maul und mach endlich den Kaffee. Oh, krieg dich wieder ein. Gib mir den Becher zum Mitnehmen und ich fülle ihn wieder auf. So, platzieren. Cool, aus der Region, korrekt. Einen Moment. Korrekt. Wollen wir jetzt einen richtigen Schnäuzer, siehst du das? Ein bisschen schneller. Elektroschnäuzer, Holo-Schnäuzer. Will Weile haben. Alter, er kippt alles daneben. Machen. Es wird sich sowas von lohnen. Ja, ist voll. Aber man sieht auch, wie es immer voller wird. Bitte sehr, einen wunderschönen Tag. Oder nicht, deine Entscheidung. Alter, oder nicht? Ja, ja, endlich. Guck mal, wir leben nicht mehr. Oh, ist hier, Kalle. Hast du es schon gescheit? Hey, wir haben alle unsere Schwächen. Was ist denn das? Boah, bisschen. Aber wenn du dein Auto hier verlierst, kann ich ja nichts für. Du hast es bestimmt mit Absicht kaputt gemacht. Nein! Damit ich hier den ganzen Tag laufen muss. Nein! So, ich geb schon mal ab. Ey, wenn ich jetzt keine XP bekomme. Meine Lieblingsperson. Das war Danke. Sowas von nötig. Danke. Hey, Atlas Jungs! Rise and Grind hat wieder Affen und der Kaffee geht auf mich! Oh, scheiße, ja! Jetzt? Danke, Lorelei. Scheiße, ja. Kaffee-Commander. Was ist mit... LOL. Scheiße. Kalle hier. Die Mariuan sind hier. Was? Na los. Zeigen wir ihnen, wie ein wenig... Die wollen ihren Kaffee wieder. Aufrutscht. Scheiße. Ich brauche Munition. Warte kurz. Lad auf. Lad auf. Hä? Der lädt sein Schild immer wieder auf. Arschloch. Was ist das? Ja, hey, das Schild geht immer wieder hoch. Was mache ich jetzt gegen die? Irgendwie habe ich ganz viel Munition gekauft, aber nicht die richtige. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Also, die laden irgendwie ihr Schild wieder auf, Kalle. Ja, dann machst du doch tot. Oh, Alter! War das deine? Jo. Die hat gepfeffert. So, hier kommen noch welche. Die Kaffeepatrouille kommt. Alter, wie düst hey, der Bock. Hier lang. Ich mach zurück. Und dann nochmal ins Gesicht. Alter, die sind flink. Die haben auch einen krassen Auftrag. Und Kaffee. Einen habe ich. Komplett zersplattert. Oh, im Laufen. Da sind noch ein paar. Oh. Alter! So, warte, jetzt probieren wir mal was anderes. Oh, shit. Oh, da ist ein Digger. Ein Kaffeekommander. Der Kaffeekommander ist da. Ist das der Kaffeekommander? Ja. Tatsächlich. Aber ich geb dem richtig. Ich hau den ins Gesicht. Oh, shit, das Ding explodiert. Pass auf. Pass auf. Stehst genau drauf.
diese Kugel da, ne? Ja. Alter. Geil. Schon bevor du verlierst dein Leben, weil... Na, weil wegen Kaffee. Wegen Kaffee. Was schießt ihr denn da oben? So, der ist nichts mehr, Alter. Ja, wie würdest du das Spiel einstufen? Gut gemacht, Kammerjäger. Jetzt kannst du dir deine wohlverdiente Belohnung abholen. So, jetzt will ich aber auch was sehen. So, wenn der Kaffee wir können dir nicht genug danken, Kammerjäger. Ich habe ein seltenes Objekt bekommen. Für dich mag das vielleicht nur ein kleines Detail sein, aber dieser kleine Geschmack aus der Welt, die wir verloren haben, gibt uns Schwung. Zumindest bis morgen früh. Du hast Items bekommen? Ich habe ein Item bekommen. Mr. Koffein Shield habe ich bekommen. Ich will keinen Wackelkaffee. Was ist das? Wenn aufgebraucht, gibt es starke Abzüge bei Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit. Ich habe einen Beastmaster. Max? Ja? Ich habe ein Beastmaster Ding bekommen. Ich würde das mal droppen. Wo bist du? Alter. Dieser Krieg zieht sich schon eine Ewigkeit. Ich hab das hier auf den Boden gelegt, oder? Ich bin drauf? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das cool ist. Ob das ich glaube, wir müssen handeln. Für sowas. Warte mal, ich bin doch jetzt Stufe 12. Kann ich das so jetzt ausrüsten oder nicht? Wieso nicht? Ich bin doch... Ach, das ist ein Skin? Nee, hä? Episch Bestienmeister. Klassenmod. Wo tue ich in den rein? Wann krieg ich die Slots? In mein verfluchtes Viertel. Das macht das mich krank. Main Story weitermachen, dann bekommt man das. Okay, dann müssen wir jetzt die Main Story weitermachen, Max. Jo. Wichtig. Ja, okay, machen wir. Hey, ich esse nochmal was. Hast du die Daten aus dem Gigahirn? Her damit! Ich hab sie, aber du musst versprechen, uns zu helfen, die Kammer zu finden. Was das angeht, ich habe mit diesem Invasionskram wahnsinnig viel zu tun. Die Kammer ist ein andermal dran. Ich muss mich um mein Unternehmen kümmern. Vielleicht sollte ich das Hirn einfach an mein Biest verfüttern. Ja, warte. Okay. Na schön. Ich habe Atlas quasi aus dem Nichts aufgebaut. Und das lasse ich mir von Maliwan nicht nehmen. Ich schwöre bei der Zukunft dieses Unternehmens, dass ich helfen werde, die Kammer zu finden und zu öffnen. Das ist ein Wortkiller. Gib dem Mann, was er braucht. Ich habe noch nie erlebt, dass Reese sich so bindet. Das ist echt was Besonderes, Kammerjäger. Ich bin noch da. Das Hologramm kann euch hören. Und Holo Reese hat auch Gefühle. Geil. Und wieder ein Item. Der Typ hatte da oben einfach alles parat. Truppenbewegungen, Versorgungslinien, Aufklärungsdaten. Sieht aus, als würde Maliwan selbst nach Fragmenten des Kammerschlüssels suchen. Also es ist eine künstliche Intelligenz, die jetzt das Hören hat, ja? Athenas? Athenas? Perfekt. Kammerjäger, komm auf die Sanctuary. Gut gemacht. Mach das. Reese, Ende. Tschüss, Reese. Okay, du hast also mitbekommen, wie ein Konzern von einem viel größeren und cooleren Konzern eingestampft wird. Und dachtest dir, ich schließe mich mal dem Versager-Team an? Komm schon, da musst du dran arbeiten, Superfan. Der ganze Streit um die Kammern hat ordentlich Aufmerksamkeit erregt. Aber langsam wird er fad. Vor allem, wenn du stirbst. Also, versuch weiterzumachen. Wie wäre es mit besseren Verbündeten? Nur so ein Vorschlag. Wir sehen uns. Wie wäre es mit besseren Verbündeten, Alter? Scheiße. So, weiter geht's. So, wir müssen jetzt weiter, ne? Wir müssen zurück zum Schiff. Schiff, ja. Ja. Du musst auf Schiff klicken. Und dann auf diesen... Strudel? Nee, Schnellreisestation? Nee, das ist die Karte. Sanctuary. Hier. Ah, das ist die Person mit dem Blitz. Bin ich dumm? Ich versuch's auch gerade. Orbitansicht? Orbitansicht? X. Ah. Ah, jetzt hier. E. Nee, hä? Also du gehst auf dieses Schnellreisestation-Symbol. Das ist so ein Planet mit so einer Fahne dran. Ja. Und da drückst du E gedrückt. Und dann gibt's nicht, weil ich im Menü bin.
Aber sonst wird's gehen. Ich bin jetzt raus aus dem Menü. Ich bin auf der Orbit-Karte. Und, und ich sehe die Basis nicht. Also, X ist ja Orbit, ne? Dann siehst du, links ja die Anzeigen. Hast du mediterranische Stadtrand, Metropolex und oben steht ja Basis. Ja. Und da klickst du drauf. Und dann sucht er so rein auf das Schiff und dann ganz rechts ist so ein Planet. So ein orangener. Und dann musst du E drücken. Gedrückt halten. Ganz links ist ein orangener. Entschuldigung, rechts, rechts. Oh, ich bin ganz rechts ist ein orangener. Auch nicht. Bei mir schon. Ach, bin ich auf einer falschen Ebene im Schiff? Oh, das kann sein. Das weiß ich nicht. Wobei. Also. Du kannst auch sonst aus dem Menü rausgehen und ich mach das. Wäre auch eine Option. Ach, nur der Host kann das wahrscheinlich. Oh, das kann sein. Mach mal. Wir sehen uns dann. Oh, Leute, ich dachte schon, ich habe einen Gehirntumor, ne? Also so hinten. Hinten drin so. Alter. Wo ist die Schnellreise? Wie geht das, Alter? Ich habe keine Ahnung. So ein orangener. Planet, Alter? So. Ich möchte einmal, dass du in deinem Leben, während wir zusammen im TS sind, beim Röbsen den Autotune reinhaust. Okay. Das ist mein großer Traum. Ja. Gut, das kriegen wir hin. So, ich habe jetzt hier diesen. Ja. Diese krassen Sachen bekommen. Ich würde dir mal ganz kurz an den Automaten. Ich wechsle gerade den Skin, das ist mega sick. Ja, ich habe mich auch so einen Legendary Skin gekriegt von. Bildschirm des Todes, nehme ich. Wie fräsig. Alter, er sieht jetzt auch so aus. Insane. Wollt ihr eine Blonde? Oder wollt ihr Horrorpunk? Ich bin ja schon fast für Horrorpunk. Verlorene Beute holen? Wie fräsig finde ich ein bisschen ekelhaft. Oder die Blonde? Horrorbliert. What? Was ist das? Verlorene Beute holen? Was ist verlorene Beute holen, Leute? Kriegt man dann einmal vom letzten Level nochmal richtig was gelatzt, oder? Weiß ich nicht. Ich habe eine Sonnenbrille. Leute, was ist das für ein Automat? Du hast auch Horrorpunk genommen. Bin hinter dir. Hier. Ja, geil. Ehre. Klick mal einen Automaten an, da kriegst du was du irgendwo leider hast liegen lassen. Irgendwas Krasses. Das Krasseste, was du liegen gelassen hast. Oh ja. Eine Claymore Frag Grenade. Das ist sehr geil. Das ist echt nice. Okay, so. Also ich muss sagen, zu viert Borderlands Stream ist Reizüberflutung für mich selber gewesen. Ich weiß nicht, wie es als Zuschauer ist. Für mich selber war es absolut Reizüberflutung, weil du hast vier Vollidioten, die ganze Zeit nur rumschreien und Explosion und Geballer. Bitte töte mich nicht. Und dann noch sowas, dass die Leute halt hier labern. Und viele neue Sachen. Alter, bin nicht klargekommen. Aber so zu zweit ist ganz geil. Ist eigentlich ganz geil. Ist ganz geil, Alter. Ich kann das nicht nachmachen, aber es hört sich super an, wenn du das machst. Übrigens kannst du jetzt deine Klassenmod einsetzen. Das habe ich nämlich gerade gemacht. Alter. Ah, das ist aber eine, die nur einmal schießt. Aber ich hole mir die, weil ich habe keinen Bock mehr auf das Weggewerfe. Also, du bist gerade bei Markus, ne? Ja, ich bin gerade bei Markus. Ich will gleich nochmal kurz an den Automaten. Wie bist du da hingekommen? Ja, das Schiff ist ein einziges Labyrinth. Der nächste, bitte. So, wie kann ich jetzt hier. Ich konnte doch. Die Leute haben doch gesagt, man kann hier Upgrades kaufen. Warte mal. Okay. Das heißt, die Tatsache. Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Geldes. Fersengeld. Fersengeld 2, Lauerjäger 1. Was heißt das? Ach, das sind die Skillbäume?
mal gerne noch woanders zu. Also es sind die Skills. Das heißt... Fersengeld ist das hier. LOL. Alter, Kalle, die Klassenmods, ne? Schoko. Schoko Küsel. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Was macht das? Okay, also... Nice. Gut. Ich glaube, ich schaue mich hier jetzt mal ein bisschen um. Letztes Mal war das einfach alles too much für mich. Ja, ja. Ich auch. Ich habe jetzt auch mal in Ruhe meine Skills hier ein bisschen erweitert. Ja. Du kannst... Weißt du, du hast ja dir quasi diesen F-Skill ausgewählt, ne? Ja. Und wenn du jetzt skillst, dann bekommst du an der Seite irgendwann weiter Dinge freigeschaltet, die du dann auch nochmal explizit ausrüsten musst. Ja, das weiß ich. Okay. Ich wollte ja nur auf Nummer sicher gehen. Genau. Habe ich nämlich jetzt erst gemacht. Ah, okay. Den hier kann ich noch ausrüsten, Tatsache. Nicht mein Zirkus. Okay, warte mal. Erhöht dauerhaft die Zahl an Objekten, die du in deiner Bank tragen kannst. 5. Bank bedeutet nicht Rucksack, ich werde, ne? Nie zu einem Kult gehen. Was bedeutet nicht was? Also hier bei Markus ist noch so ein Ding, wo du so Upgrades kaufen kannst. Okay. Und, hier, genau. Zum Beispiel kannst du dir mehr Rucksackslots kaufen. Ja, das haben ja die Leute gesagt. Wo geht das? Das ist genau bei Markus, zwischen diesen beiden Automaten. Das ist so eine Ding. Ah. Da bin ich gerade dran. Erhöht dauerhaft die SMG-Munitionsmenge. Spaß, keine Granatmenge ist insane. Das hole ich. Ich hole hier alles. Ich kauf den Laden leer. Ja, dass das jetzt endlich mal was Brauchbares, ne? Ja. Erhöht dauerhaft die Anzahl der Objekte, die du in deine verlorene Beute tragen kannst. Okay. LOL. Ausgezeichnete Wahl. Ich glaube, die Bank ist mir erstmal egal. Die Bank ist mir auch egal, erstmal. Oh, verlorene Beute. Mehr. Ja, das habe ich auch schon zweimal gebraucht. Okay. So, ich muss sagen. Ja, was ist. Ich glaube, Granaten ist nice. Granaten ist, glaube ich, richtig nice. Also kauf das endlich. Und ich glaube, Raketen auch. Oder ganz viel Rucksack. Ja. Macht halt mehr Geld. Ich habe schon... Ja, ich bin schon alle. Nice, okay. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann endlich mal... Jetzt habe ich Bock, Geld zu machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, jetzt let's make money, Alter. So. Munition? Boni ist man einfach nur ein Weihnachts. So. Ja, aber muss hier zustimmen? Ich verkaufe die Legendären. Wo ist denn die Bank? Weißt du das? Nee. Ah doch, glaube da hinten. Nee, im eigenen Zimmer war das, ne? Du weißt, wo du mich findest. Ist das oben oder unten? Gut. Das Schwein ist die Bank. Weiß jetzt nicht, was die Beleidigung soll. Alter, hier liegt Geld auf der Straße. Ich sag, wie es ist. Echt, ja? So, ich gehe jetzt gamblen. So. Du willst gamblen? Ja, die Sonne lacht. Hey. Das will ich auch noch. Aber hier, ich geh jetzt mal in die Bank und tu die Sachen weg, die ich nicht verkaufen kann. Okay, ich hab verloren, glaube ich. Jetzt fühle ich mich auch nicht besser. Ich bin ein Sparschwein. Oh, ich hab... Doch, falscher Raum. Ich hab Müll bekommen. Geht weiter. Wie viel Geld habe ich denn? Bring's mich nicht! Okay, das hab ich wenig. Okay, das war nur ein Traum. Sag mal, Max? Ja? Hast du immer noch Big Kack in deinem Rucksack? Ich sollte trainieren. Big Kack? Ja. So ein grünes Gewehr. Ja. Ja, weil das kannst du nicht verkaufen. Das ist irgendwie ein Questgegenstand, oder? Ja, ich weiß. Aber jetzt steht bei mir ein Preis. Bei dir auch? Oh, nee, glaub nicht. Oder doch? Muss ich mal ein bisschen lauter machen.
Oder ist es hier auf dem Schiff einfach sehr laut? Leute, ist das Schiff, ist Schiffsound laut, Alter? Ist das Geschäft denn das Vergnügen? Ich verhungere! Ich bin genau. Ich komm mal zu dir. Ich bin schon wieder rumgestürmt. Ich weiß nicht, wer das ist. Bin ich das? Das Gestöhne? Ja. So, wo kann ich denn hier mal drehen? An den Automaten, weißt du das? Ist das hier hinten? Oben. Hier hoch. Folg mir. Bist du dran? Ehre. Ja. Hier ist Markus und andere Seite ist Moxie. Ah, okay. Ja, irgendwann hat man das auch drauf, glaube ich. Ne? Aber, ja. Jäger, so. Gönn! Gönn doch mal! Gönn doch! Gönn Granate! Er gönnt nicht! Herr Winner! Oh doch, er hat was gegönnt. Zwei Ficker hat er hier. So, nochmal. Oh. Oh, Geld! Versuchst du mir das gerade wegzulugen? Nein, nein, nein. Ich brauche einen neuen Gönn doch! Gönn! Komm, gönn! Er gönnt! Ey, so. Das war wirklich krass, oder? Weiß ich nicht. So, ich gucke jetzt mal, ob er gönnt. Ich diskutiere nicht mit dir. Wir sind gönn. Einer Meinung. Bin gar nicht. Ich habe 6000 Flocken. Ich muss mal wieder ein Bunkers and Badasses Spiel starten. Big Win. Schon so lange her. Oh lol. Bitte schickt mir keine Scheiße. So, habe ich jetzt auch Subs? Nummer 1. Eins in den Chat. Ah, ja. Alter. Die Presse berichtet nicht richtig über mich. Ich bin die Nummer 1. Was ist hier? Habe ich dafür Cash? Alter, Falco, geh mal aus dem Bild! Ich möchte oh, er gönnt richtig! Abbrechen. Mit einem Kammerjäger. Was ist ich das? Will nicht mehr. Hendrik, ich will die Korb abbrechen. Gut, oh, danke. Wen hast du gerade angerufen, Alter? Mein Manager. Okay. Oh, jetzt? Jackmaske. Raumdekoration. Und der ist total fertig. Scheiße. Gönn nochmal. Alter, fuck, jetzt verpiss dich. Jetzt fühle ich mich. Er gönnt schon wieder. Cola-Dose. Irgendwas Lilanes auf Ehrenbruderbasis. Er gönnt ja komplett rein. Alter, ich krieg hier die ganze Zeit diese Kassewährung. Er gönnt. Ach, ja. Ach, du kriegst das Geschenk? Hä? Warum hört ihr nicht? Oh nein, eine Bombe! Gönn doch! Alter Falco, der geht mir so auf den Sack. Gib Geld, gib Geld! Er gönnt! Er gönnt kann uns nicht nehmen! Rein. Alter, wir machen Gewinn! Ich will auch mal gönnen. Ich gönn auch. Gönn! Oh, er gönnt! Oh, er gönnt nicht! Ey, ich hab ein unnormal krasses Schild bekommen. Ich glaube. Was ich nochmal sagen will! Spielt nicht! Lass mich lieber spielen! Warte mal. Gönn doch jetzt! Oh, Herr Gönn! Dreimal Lavalampe! Das gibt einen Raumgegenstand! So! Jawohl, Toilette! Dreimal Toilette! Alter, yeah. Falco! Oh, jetzt explodiert. So. Oh, er gönnt Geld! Ah, jetzt sind wir wieder auf 6000. Unter 6000 hören wir auf. Oh! Oh, er gönnt ne... Schon wieder eine Nade! Ich bin down. Du auch? Jetzt bin ich... Okay, gegen es an. So, jetzt gönn. Oh, scheiße, ich hab die Lilan jetzt gönnt. Ja, ja. Oh, er gönnt nicht. Na gut. Einen drehen wir noch. Ja, der zeigt einen Mittelfinger. Oh, er gönnt nicht. Na, einmal noch. Na, einmal ist keinmal. So. Oh! Ey, Falco, drängel nicht. Ich hab $1 bekommen. Naja. Ich krieg nichts. Ich geh jetzt wieder weg. So. Alter, dreimal Finger. Was ist das? Oder ist eine Waffe, nimm die mal mit da.
Ja, ich habe mir die erstmal angeguckt. So, was ist das hier? Tinkling-Jigs? Den kenne ich noch gar nicht. Ach, der macht mir normales Geld. Ja, rein. Gönn! Was ist eine Kackwaffe? Geld! Oh. Gönn doch mal! Er gönnt Geld! Alter. Gucken auch Leute zu. Geil, er gönnt $19. Sollen wir aufs Slots umstellen, Alter? Alter, was ist das jetzt? Dreimal Finger, unnormal. Gönn! Irre! Oh, Regenschirm! Dreimal Regenschirm! Ich hab irgendwie einen Gegenstand bekommen. Krass. Aber es ist ein negatives Geschäft. Zweimal Besen. Ja, ich bin jetzt gleich bei Null. Am Ende gewinnt immer die Bank. Gönn Lambo. So, ich verkaufe die Scheiße jetzt. Du hast hier einen Automat. Kriegt man hier, also, kann man hier... Gönn! Zweimal Finger. So. Ich hab, Leute. Alle starren mich an. Ich hab kein Geld mehr. Alter, kann ich mal aufhören, hier mich zu rammeln? Am Ende gewinnt immer die Bank, Max. Nein. Wollen wir für Moxie mal eine Quest machen? Alter, was hat die denn für... Was ist das denn? Alter, Bruder. Was ist das denn für ein Blödsinn? Weg. Leute, donatet doch. Dann können wir gemeinsam... Hier, das macht doch Unlucky Me, ne? Ja, der ja. lässt sich doch das Geld donaten, ja, ja. was er dann verzockt. Alter. Ja. Gutes Konzept. Kannst du dir nicht ausmalen. So, was machen wir jetzt? So, ihr seht schon, wir sind mit 7.000 reingegangen, gehen mit 5.000 raus. Die Bank hat gewonnen. Irre. So. Aber wir müssen noch ein bisschen wackern, Max. Was ist wackern? Ich muss den Crab verkaufen. Ja, ich habe mir das mal erklären lassen. Wackern ist... Nein, ist auch, ja. Jäger. Ich lasse es nicht. Naja... Das ist bei diesem Slots-Dings. Wenn du da als Premium-VIP mitmachst, musst du erstmal. Kriegst du so einen Bonus und den musst du erstmal wackern. Das heißt, du musst erstmal richtig reinlatzen. Und alles, was du darüber hinaus raus. Bitte? Was ist ein Premium-VIP? Ja, Junge, die ganzen VIP-Streamer, so wie Monte, Alter, die haben da doch irgendwie so VIP-Status. Oder kann man sich da irgendwie eine Mitgliedschaft holen oder weiß ich nicht, wie das läuft. Auf jeden Fall wackern die da immer. Wo denn? Ja, auf so Seiten, wo man wackern kann. Okay. So, wollen wir jetzt hier wieder ballern, Alter? Oder? Und die wackern, ja? Die wackern. Jeder hat den Bonus, Kalle labert. Oh, wir haben hier einen Profi. Oh, das sind die geilsten. Was erzählt der? Jeder hat den, jeder muss wackern. Kann mal jemand checken, ob der bitte bei Montana Black abonniert hat? Oder folgt? Locker Montana Black Zuschauer. Montana Weise. Hier. Aber gut, ist ja auch keine Seltenheit. So. Wir reisen. Ah ne, wir müssen doch hier Quest machen. Questen, wir müssen hier reden. Auf die andere Seite müssen wir. Du bist in dem Schlafzimmer. Ja, ja, ja. In meinem Schlafzimmer vor allem. Nein, das ist meins. Nur. Gut. Machen wir weiter. Allein, dass das ein Ding ist auf Twitch, ne? Casino. Das ist halt, dass das geht. Ja, warum hast du früher Glücksrad geguckt? Ja. Und wie ist Promethea so? Ein Dschungel aus Beton und Neon. Atlas liegt in den letzten Zügen. Ja, aber das gucken dann Rentner und keine Zwölfjährigen. Wir können, aber erstmal müssen wir nach Athen. Das nicht gut ist, ich habe da eine Freundin, mal sehen, was sie weiß. Monte Knossi Rohstein folgt der allen. Das ist Nachricht an Athenas. Rufzeichen Saphir. Kommunikation still! Wie geht's raus, Kuss? Ey, Max? Ja? Der Claptrap hängt da nicht mehr mit seinem Arsch. Welcher da haben sie Zeitpunkt? Zugemacht. Ja. Stimme Tesa. Was ist da drauf? Eine Kaution. Eine Kaution? Hey, kommt schnell her, sonst verpasst ihr den ganzen Spaß. Und mit Spaß meine ich, von Firmenmördertrupps plattgewalzt zu werden. Maya. Sie kommt klar, bis wir da sind. Sie ist eine Sirene und ein Badass, wie er im Buche steht. Vielleicht bringen wir sie ja dazu, uns beizutreten. Wäre hilfreich, noch eine Sirene an Bord zu haben. Neben dir, Lilith. Dich habe ich mitgerechnet. Ich bin auch eine Sirene. Oh, mehr Ladies auf Admiral Claptraps Traumschiff. Ich bin auch alle und ich bin auch dabei. Alle blicken auf Claptraps. Irritierend in meinem Twitch-Chat so... Ja... Kurs auf Athenas setzen, Kammerjäger.
Untertitel habe ich, bevor ich das Spiel gestartet habe, schon angemacht. Feucht? Das so, jetzt nächster Planet. Casino? Nee, das sind halt wirklich Leute. Also ich habe wohl... Na gut, das sind jetzt 3-4 Leute. Aber hier sind wohl Knossi-Fanboys und so weiter. Das hat der die Scheiße geschickt bekommen. Ja, ja. Mit der Krone. So, nächster Planet. Maliwan, die Kerle sind unerbittlich. Landekapsel bereit, wenn du es bist, KJ. So. Jetzt müssen wir mal wieder runter, ne? Im Schiff. Oh shit, hä? Jetzt habe ich mich wieder verlaufen, Max. Ich auch. Ich glaube, ich bin falsche Seite runtergerannt. Ja, weiß ich eigentlich. Ja, es ist aber auch, dass hier noch eine Treppe geht. Blind hinterher, ne, muss ich sagen. So. Menako. Ah, wir waren ganz oben. Es gibt 3 Ebenen. Bist du zu Ellie, oder? Yeah. Hier. Alter, die stehen hier rum, was soll das? Jemand, der hängt ein rotes Auto oder so. Ich kann das untersuchen, hast du das schon gemacht? Ja. Ort? Fragezeichen? Ah, hier, kann man. Hier, Max. Ein von einer seelensaugenden Sirene angeführter Banditenkult. Ich bin dumm. Firmenkrieger auf Promethean. Ja. Wir stecken so, in wollen wir die Kapsel finden? Amigo, kein Zweifel. Tritt einfach weiter für Lil in der Asche. Oh, ja. Irgendjemand muss ja. Hilf rein, wenn du soweit bist. Jo. Meine persönliche Meinung zu dem Game. Also, ich muss sagen, heute macht es echt nicht viel Spaß. Mit Max. Ja, ich find's heute auch ein bisschen entspannter. Ich find's sehr witzig. Es war einfach ein bisschen too much beim letzten Mal. Jo. Foster ist halt jemand, der sehr, sehr gut in solchen Games ist oder generell in Gaming, der natürlich schnell fortschreitet. Der hat einen ganz anderen Playstyle, so. Genau. Doppelklang. Und jetzt haben wir ein bisschen Zeit auch zum Gucken und so, ein bisschen Faxen machen. Eine Sidequest, die sehr witzig war, wo wir Kaffee irgendwie besorgen mussten. Ich finde es echt witzig gemacht, muss ich sagen. So. Es gibt viel zu entdecken. Ja. Passend für den Kampf. Ich bin Maya. Komm zu mir ins Marktviertel. Ein Bataillon Maliwan-Soldaten zertrampelt mein Haus und ich würde mich über Hilfe freuen. Du weißt schon, bei ihrer Auslöschung. Warte mal kurz. Also ganz kurz an meinem Chat. Wir haben gerade auf so einem Schiff dieses einarmige Banditending gemacht. Ja, Casino-Zeug. Und es gibt Monte und Knossi, die sind dafür sehr bekannt, dass sie sowas streamen auf Online-Plattformen. Und deswegen haben wir die, deren, genauso wie Kalle und ich unser Scheißgelaber haben mit Allah und Ehre und sonst was, haben die ihren Slang, sag ich mal. Und das haben wir nachgeäfft. Mehr nicht. Ja. Ich persönlich halt von Casino-Streams nicht viel. Also gar nichts. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ich habe jetzt niemanden irgendwie hier gerade krass schlecht machen wollen oder so. Ich meine, zum Beispiel der Unlucky Me, der ist ja in unserem direkten Umfeld von Karl und mir zum Beispiel, ne? Der macht das ja auch teilweise. Und ich habe ihm zum Beispiel auch gesagt, dass ich das nicht gut finde. Das weiß er auch. So, aber das ist einfach, weißt du, ich glaube, sowas kann man einfach zueinander sagen, ohne direkt Butthole zu sein. Ja. So. Mehr nicht. Mehr nicht, Leute. Alles cool. So, das war's. Wir machen jetzt weiter mit Borderlands. So. Ich werde gerade gefragt, ob wir eine Kaufempfehlung aussprechen würden, Max. Was hast du? Naja, gut. Ich bin jetzt ein bisschen voreingenommen wegen dem, was da oben steht, ne? Aber ich würde das da oben auch nicht unbedingt machen, wenn ich von dem Titel nicht überzeugt wäre. Wobei ich natürlich jetzt auch Spiele bewerbe, die nicht, also nicht jedes Spiel, was ich bewerbe, muss todeskrass übergeil sein. Aber solange ich der Meinung bin, dass es da auf jeden Fall Leute gibt, die denen das gefallen kann, oder auch ich daraus Content machen kann, oder aber auch
es an sich nichts Verwerfliches ist oder kein schlechtes Spiel oder, toll, ne? Außer meiner Schülerin noch meiner Ansicht nach, dann Borderlands 3 ist halt ein Titel, der ziemlich viel Hype in sich hat. Das ist ein Ding, eine Brand, die ultra beliebt ist und das Spiel ist halt auch einfach super gut. Ja, ich würde noch hinzufügen, dass es halt echt ein cooles Spiel ist, wenn man ein bisschen härter reingrinden will. Generell, wer Borderlands 2 schon gespielt hat, Loot-Shooter halt, ja. Der weiß halt, dass du halt immer besseres Gear haben willst. Es ist sehr witzig gemacht, die Humorstufe ist genau meine. So. Gut, deutsche Synchro ist sogar ganz gut, aber ich glaube, englische Synchro ist halt für Leute, die mit Englisch kein Problem haben, nochmal besser. Ja. Witziger. Es ist halt so das Typische, wie auch früher bei Diablo oder generell Hack and Slay, so diese Sucht, dass man, oder man hat immer so diese Karotte vor der Nase, dass man immer besseres Upgrade haben will, immer bessere Waffe, bessere Ausrüstung, besseres Gear. Und das kriegt man halt, indem man Quests macht und Gegner bekämpft. Und wenn man dann eine krasse Waffe hat, macht es halt mega Bock. Bei Borderlands noch sehr besonders, dass die Waffen, wie ihr gesehen habt, sehr unique sind. Ich habe einen Raketenwerfer, damit kann ich die Gegner markieren. Und die Raketen, die ich dann schieße, lenken den Gegner nach. Das ist halt insane. Hier, zack. Und los geht's. Kann ich irgendwo hinballern? Was passiert? Hast du das gesehen? War das deine Fähigkeit? Hier, warte mal. Guck mal. Alter. Also, jetzt hat mich getroffen, aber... Slowed auch krass. Hopp. Alter. Shit. Direkt nach 3 Wochen. Gut. Ja. Also ich würde abschließend gerne noch dazu sagen, wenn ihr euch unsicher seid oder überlegt, habe ich die Kohle gerade, dann guckt euch lieber noch ein paar Leute an. Ja, zocken genug Leute. Und ja, holt euch das dann, wenn ihr euch wirklich sicher seid, ob ihr es haben wollt. Gibt ja aber auch genug Leute, die schon auch vorher ziemlich im Hype waren, weil das Spiel es ist halt einfach, Teil 1 und 2 waren halt schon ultra sick. Ja. Es ist ein bisschen speziell, ist auf jeden Fall kein 0-15-Game. Deswegen, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die damit einfach LOL gar nichts anfangen können. Aber das ist auch cool. Ja. Und ich meine, Teil 3 jetzt macht auch nicht viel krass neu, muss man auch sagen, ne? Also, gibt schon Neuerungen, aber so das Erfolgsrezept bleibt halt einfach erhalten. Also darauf bauen die halt auch. Oder haben darauf gebaut, was auch cool ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass im Gegensatz zu Teil 2 super krass sich neu erfunden hat und so. Ja. Naja, das mit dem Planeten ist halt so ein Ding, ne? Aber ja, genau. Ja. Solche. Aber so an sich das Spiel ist halt jetzt, was ich meinte. Ja, aber es muss ja auch nicht immer komplett neu sein. Ne? Also, ich finde es auch okay, dass man seiner Linie da so ein bisschen frei bleibt. Ich muss leider nochmal ein bisschen. Es ist ein bisschen laut, ne? Ja. Oh, Scheiße, 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 Scheiße. Bei mir aber auch gerade. Ja, ich hab immer ein bisschen geschraubt. Generell Sound irgendwie. So. Falco ist hier hinten schon wieder am Machen. Falco macht die ganze Zeit dran da. Nee, warte mal. Was ist der denn für einer? Ein Frontstürmer. Ich glaube, hier sind mehrere Fraktionen gerade, oder? Echt? Alter, das find's so geil, dass Falco auch den Halloween-Skin jetzt hat, ne? Ja, ja. Das ist halt echt. Ja, yeah, ist guter Ding. Aber das ist auch so, Borderlands halt auch so ein Spiel, wo man so auf die kleinen Dinge achten kann, ne? Alter, also, der Falco boxt die halt immer durch die Gegend, die fliegen dann immer weg. Das ist so geil, dieses Upgrade von ihm. Auch so ein Ding, ne? Ja, ihr habt ja gesehen, es gibt so Talentbäume. Und es gibt 3 Stück von jeder Klasse. Es gibt, wie viele Klassen? 5? 4. 5, ne? 4. 4? 4. Ja, okay. Und die haben halt alle 3 Talentbäume mit ganz unterschiedlichen Playstyles, sag ich mal. Ja. Das ist schon sehr belohnt. Ja. Sehr belohnt. Muss man aber auch mögen, sowas, ne? Also. So, rennst du jetzt hin? Hier hinten ist unser Ziel. Achso, du hast noch gelootet, okay. Ich habe hier unnormal gelootet. Ehre, Ehre. Ehre, so, Ehre. Ich loote jetzt das Objekt. Oh. Ich hab den Knaller gezündet. Ich muss auch noch sagen, ich finde, es ist eher ein Game, was man so selber zockt und nicht unbedingt auf Twitch oder YouTube schaut, glaube ich. Alter, was ist die denn? Alter. Wow. Star Wars. Das ist Maya. Die hat ein paar gerade getreten. Jo. Und dann habe ich noch einen getreten.
Hallo. Habt ihr vielleicht Interesse an der Leggy-Waffe One Punch? Nee, ich brauche jetzt keine Geschenke oder so. Deswegen bin ich hier. Aber Hintern. Und um sie zu treten. Ja, Max, willst du das Ding haben? Dachte ich mir. Wir treffen uns mit meiner Schülerin, falls sie noch nicht umgebracht worden ist. Ist eine Sirene, das Fragment, ne? Ist in einer eridianischen Einsiedelei eingeschlossen. Das Kloster wurde von Mönchen darum herum erbaut, die es für heilig hielten. Ist es vielleicht, wirklich aber im ein Moment sehr geiles Game, Aufmerksamkeit um einfach auf chillig abends mit seinen Kollegen im TS das zu zocken. Ich kam von Pandora zurück, um diesen Ort zu schützen. Das auf jeden Fall. Hat gut geklappt, bis Malibu uns gefunden hat. Malibu ist dieser krasse Superkonzern, ne? Pazifistenmönche. Hier spricht Unterdrücker Trond. Das ist nicht nur ein Titel. Trump? Unterdrückung ist mein Metier. Athenas ist jetzt Eigentum. Unterdrücker Trump? Zutritt verboten. Oh, das ist Trond. Die Nerven Trond. Trond. Bislang konnte er nicht in die Einsiedelei vordringen. Aber wir sollten uns nicht auf seine Inkompetenz verlassen. Ich mach nochmal eben Skillpunkt ganz fix. Auf schneller Basis. Hab ich gerade auch gemacht, jo. Zu, Mönche. Ich weiß, dass ihr glaubt, ich würde das tun, um euch zu quälen. Aber eigentlich mache ich das nur, damit mein großer Bruder stolz auf mich ist. Er ist ein General und ich habe deshalb einen riesigen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich mein ehrlich. Das Kloster niederbrennen muss, um ihn zu beeindrucken, dann werde ich das tun. Versteht ihr? Das versteht ihr doch, oder? Aber klar doch. Sichere den Platz. Danach läuten wir die Friedensglocke, damit uns die Mönche durchlassen. Shit. Okay, gegen den mache ich gar keinen Schaden. Ja, das ist ein Schild down. Versuch mal näher ran und ich glaube, man muss oben auf die Kugel schießen. Alter, ich treffe nichts, er wackelt so rum. Okay, jetzt haben wir's. Was mit ihm? Boah! Ja, dann spielst du auf 12. Was sind eigentlich diese Achievements immer? Was bringen die an? Kriegt man dadurch was? Oh, Leute. Das habe ich mich auch schon gefragt. So, wenn du so und so viele Leute tötest von einer Fraktion, ne? Ja, ja. Ich glaube, da kriegt man manchmal eine E-Mail, wenn man ein Achievement hat und eine Waffe, oder? Kann das sein? Ja, weiß ich nicht. Können wir gleich mal gucken. Oh, du kannst ihn mit Granaten zutackern. Hä? Wenn ich meine Ult hab, brauche ich nicht nachladen? What? Oder war das jetzt aus meinem Skilltree eine Fähigkeit? Oh. Shit, krieg aufs Maul. Warte, ich schmeiß eine Granate da rein. Wenn man die Story durch hat, bringt das was, schreibt hier einer mit den Achievements. Okay. Ja, ich glaube, kann das jemand bestätigen, dass wenn man den auf den Rücken ballert, dass die da empfindlicher sind? Ja? Okay, also es ist so, Kalle, bei den Dicken, hinten auf den Rucksack ballern. Falco, schmeiß den mit Wasser ab, ey! Ehre. Das ist Maya. So, Maya hat Bock. Ist noch eine Kiste? Die Glocken leuchten. Also ich muss sagen, der Rocket Launcher, der ist halt, glaube ich, inzwischen nicht mehr so gut. Es sei ein Explosionsschaden, ist gegen was gut? Gegen gepanzerte Gegner, oder? War das nicht so? Ja, vermutlich. Die gegen die gelbes Leben haben, ne? Was ist das? Trans-Spot? Ein Echo-Lock habe ich gefunden. Sind die persönlichen Aufzeichnungen von Captain Trond. Und wenn einer von euch Statuenputzern zuhört, Leute, die werdet ihr schon merken, was auf euch zukommt. Klinge ich eigentlich zu verträumen? Als ich klein war, nannten mich alle kleiner Sammy Trond. Ich mache mal Alarm. Mach mal. Ich habe geschrien, mein Name ist komm jetzt Verstärkung. Trond. Aber sie haben nie meinen richtigen Namen gesagt. Was ist mit Falco? Ich bin wirklich gut geworden. Heiko. Und eigentlich gar. Maya, wo ist die Kleine? Oh, ein bisschen interrupted. Vermutlich Ärger. Ob du Ärger hast oder machst. Ja, irgendwann spawnt er einfach nach. Das passt schon. So, hier sind jetzt verbündete Mönche. Ava, bewachst du noch die Bibliothek? Maya,
Hey, ja, ich bin sowas von... Wer beleistet Säureschaden? Stimmt. Du hast doch gesagt, ich soll dort bleiben. Hier, weil ich bin ja noch hier. Rotes Leben. Das war ein... ich muss los. Ava ist so schwer... Elektro gegen Schilde, Säure gegen Panzerung. Aber deshalb habe ich sie aufgenommen. Entweder wird sie umgebracht oder ich bringe ihr bei. Und Explosionsschaden? Explosion! Also der Raketenlauncher? Hier spricht Captain Trott. Gebt sofort das Schlüsselfragment heraus oder wir verkleinern euren so blöd friedlichen Planeten. Oh, hier sind wieder Gegner. Das heißt, was ist eine Pistole? Gott, ich liebe diese Firma. Form und Funktion. Was ist das denn? Badass Knock. Okay. Alter, Bruder, da muss ich aber der los. Ist, Alter! Also wenn ich hier meine Fähigkeit aktiviere, dann habe ich anscheinend... brauche ich nicht nachladen. Und Falco hat auch Bock. Falco hat auch Bock. Ich hau mir das immer selber ins Gesicht. Das ist ein bisschen dumm von mir. Ach, das ist die Sirene, glaube ich. Ja, die Moneten. Alter. Das hat, oh, lol. Oh, lol. Also mit der Schrot spiele ich gerade echt gerne. Was haben wir hier noch? Sniper? Rocket Launcher? Ja, Mann. Ich muss mal ganz dringend Pipi eigentlich. Diesmal, wenn wir hier rumstehen, muss man eben auf die Lady. Hier mal. Hier ist eine Waschmaschine. Also ein Rocket, so ein Nade Launcher. Ich behalte immer. Aber die anderen Sachen nehme ich trotzdem mal mit. Wir spielen übrigens mit geteilten Loot und ich weiß nicht, ob das cool ist. Aber beim letzten Mal haben wir es nicht gemacht. Geteilter Loot? Ja, dass wir alle, wir beide bekommen unseren separierten Loot. Ja, warum sollte das nicht cool sein? Naja, weil es hat eine andere Borderlands-Erfahrung, ne? In den anderen Teilen aber war das ja nicht hallo, so. Hallo, Kammerjäger. Wärst du bei Beginn der Invasion da gewesen, hätten wir allein standgehalten. Ich finde das ganz gut, muss ich sagen. Ich hab ne Schürze um, ich geh die Würste um, ich bin der Kalle und ich stehe am Grill. Es stärkt meine Sirenenkräfte. Ganz und gar nicht nebenbei bemerkt. What? Was hältst du von Grabräuberei? Ich wollte schon immer mal ein menschliches Grab plündern. Gut. Auf dem Friedhof ist etwas Iridium versteckt. Teilen ist besser. Mir, dass Ava schon da ist. Sie wird dir helfen. Ich war das geiler Scheiß? Es sind ich glaube, wenn wir den gleichen Loot haben, ist die Chance höher. Ja. Es gibt das kann man gerne umstellen. Nö. Alte Sirenentechniken. Ich hole es mir, da die Bibliothek nicht bewacht ist, und komme nach. Ja, Waffen testen ist... What? Sind sie wieder Flattermänner? Jo. Oh, lol. I! Hä? Wir sind doch Schimpansen! Falco, mach weg! Bom! Die haben mich richtig gerade. Oh, lol. Die gerade hab ich in Face gegeben. Alter. Alles mitnehmen und verkaufen. Das ist die Devise. Alles um. So, jetzt probieren wir mal. Oh, hier sind wieder Leute. Aber jetzt hier. Oh! Hast du die weggebumst? Yo! Ich hatte eine Säureattacke vor. Alter. Er ist ein riesiger Ekelkäfer. Falco, fast. Okay. Jo, erstmal kühlen. Das ist halt viel zu geil, ne? Dieses Spiel. Brüder. Zack. Oh. Oh. Hey, die beleben den wieder. Nee. Nee. Crazy. Alter, wie die mal wegfliegen ist, der Wahnsinn. Alter. Schöne Säureattacke. Crazy. Oh, oh. Kommt jetzt der Captain? Die snackt dir erstmal alles.
Danke, bis später. Ava. Wie benenne ich Falco? Wo mache ich das? Ich glaube, ich mache das hier irgendwo. Ups. Ich bin nur ein Knall und... In der Ach so, wo man auch Skins und so wechselt, ne? Ja, gut, muss ich mal dran denken. So. Oh, hey, ich war hier gerade am Leichenplündern. Aber hey, du bist echt Kammerjäger wie Maya früher mal? So mit Abenteuern, Universum retten, Bösewichte killen? Es geht um mehr als das, aber nicht um viel mehr. Ja, das ist so verdammt cool. Ich könnte sterben vor Freude. Ich werde auch Kammerjäger. Ich muss sagen, ich habe mich inzwischen schon an unseren Skins satt gesehen. Ich glaube, ich wechsle das dann wieder. Würde, als diese muffige Bibliothek zu bewachen und okay. Bei mir steht er, ne? Nee. Entschuldigung, halt die halt nicht. Hey. Und plündern wir jetzt den Friedhof, oder was? Sorry, ist so. Was hast du zu bieten, Thor? Nichts, du Null. Gar nichts. Aus. Na los. Was aus? Sieht nice aus. Ja, bei mir. Ja, danke. Nee, bei dir sieht der Kacke aus. So, warte, da baller ich rein. Die Mönche sind auf diesen gruseligen Friedhof. Schieß doch, geht doch. Erledigt sie und macht mich stolz. Dann spendiere ich eine Runde Surprise. Ruhe jetzt. Aui. Oh, nochmal. Hast du gesehen? Ja, bei mir, du. Nee, bei mir, Alter. Geht's ab. Hier liegt ein halbes Hähnchen, Alter. So. richtig mit er nochmal mit dem Granatenwerfer weggemacht. Ja. Ihre... Ohne Probleme. Was hast du zum Bietengrab? Nichts. So. Ja. Wo muss ich hab ne Schürze um. Ich bring die Würste um. Ah ne, ich dreh sie um. Maya sagt, die Mönche haben Iridium in die Gräber gebracht. Ich bin der Kalle und ich stehe am Grill. Was das ausgeben haben. Geld. Die werden leer. Achso, ne? Krasse Kammer. Blöd. Aber ich weiß, wo wir es noch probieren können. Granatenzeit! Boah! Alter! So, wo? Wer will noch? Alter! Hier durch die Gegend flyen. Da. Ach, schade. Alter, ich schmeiß nur mit Sachen auf den ganzen Tag. Ja, ich auch. Alter. Also gerade knallt's übel. Es macht ultra Bock. Ja, ja. So, warte mal. Hier, ein schickes Gewehr, du. Au, au, au! Alter. Der kriegt richtig auf den Sack. Aua! Sagt er, ne? Aua! Warte mal. Oh! Alter! Boom. Alter! Das ballert, Bruder! Wird aufgenommen. Oh shit. Ich hab das hier. Es ist klebrig. Oh geil, Nate. Wieso ist das klebrig? Mönche sind so schräg. Wer ist sie jetzt eigentlich? Also, aber, Alter. Ja, aber. Oh, hier ist eine dicke Kiste. Nee. Nein, 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 nein. Hier spawnen Viecher. Ich versauere die. Alter, den habe ich in Nate eingeschenkt, ey. Das Iridium gefressen zu haben. Aber Maya wird viel mehr davon brauchen. Ja, ja. Letztes Grab. Dann können wir zu diesem Fragment. Okay. Mann, seit ich hier bin, will ich in diese Einsiedelei. Verschlossene Türen jucken mich echt in den Fingern, Mann. Heiko, nimm das. Ja, Mann. Oh, da kommt wieder was. Ja? Oh ja, ab geht's. Das hat nicht in meinem Vertrag. Oh. Es knallt nur noch. Ja, ja. Es muss aber auch. Gehört sich auch so, ne? Ja. Wow! Was ist denn das? Alter, Bruder! Alter! Alter, was hat er denn auf dem Rücken da?
Schieß doch! Ich kann nicht schießen, jetzt! Ich schmeiß ihm mein Ding ins Gesicht. Hier, in der Luft! Alter. Ich hasse so Viecher, die so eklig sind, ne? Da war eine Richtkaste Schrot für mich am Start. Komm runter da. Alter. Oh, Falco, box ihn aus dem Leben, los. Alter. Box ihn. Tschüss. Ich hab ne Schürze um. Was ist das für ein Song, den du da die ganze Zeit trällerst? Ich dreh die Würste um. Ich bin der Kalle und ich stehe am Grill. Mit einem Bierchen in der Kalle. Grill ich immer zu und alles. Was ist das für ein Song? Fleisch und Würstchen grillen ist alles, was ich will. Keine Ahnung, hab ich am Wochenende gelernt. Gelernt. Ja, ja. Ja, ja. So, hier wird alles mitgenommen. Ich muss mir merken, wo meine Waffen liegen. Also auf 3, 2, 1, gut. 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 So, letztes Grab, sagt sie, ne? Gib ja, Gas, ja. Mädel. Ich habe gerade eine richtig krasse Schrot aufgenommen. Glaube ich. Boom. Hier drüben! Oh, sie will weiter? Habe ich noch irgendwas Krasses gefunden, was jetzt krasser ist als alles andere? Oh, die könnte gut sein. Oh, jetzt habe ich halt leider selber einen Ohrwurm davon. Das ist echt schrecklich. Ja. Oh, hat er das? Achso. Schon wieder so eine. Ich habe eine Schürze um. Ich drehe die Würste um. Okay, okay, sie geht weiter, Max. Die ist anders. Schluss mit den Spielchen. Ich habe eine neue Waffe. Ja, okay. Die ist krass. Maya will den ganzen Spaß beim Maliwan bekämpfen für sich. Scheiß drauf! Dieser Trond ist voll übel und ich will ihm selbst in die Eier treten. Aber, hey! Wie redet die denn? Continuance, vous plaît, Alter. Soll hier rein, Alter? Geh und schütze die Kornkammern. Der Kammerjäger kann sich um Maliwan kümmern. Verstanden, Maya. Müssen wir jetzt hier rein? Ja, oder? Ständig muss ich Abfahrt. Archive, Lager oder heilige irgendwas beschützen. Oh, Sturmsoldaten. Die macht Säure-Damage. Ich mach auch Säure-Damage. Die knallt. Richtig ins Herz geschlossen. Man schmeißt sich nur mit Sachen den ganzen Tag. Ui. Sie sind uns begegnet. Sie wollte mein Buch klauen. Statt sie von einer Klippe zu stoßen. Erst Kaffee, jetzt Buch. Was kommt als nächstes? Ich hab mein Buch und bin gleich unterwegs zu dir. So, jetzt schmeiß ich mal die Waffe. Oh, er holt jetzt einen Kaffee. Was passiert da jetzt? Ich schmeiß die Waffe da mal rein. Oh mein Gott! Nat hat in der Olga. Oh! Oh Scheiße! Achtung, Rebellenmenschen! Alter! Okay, meine neue Schrot ist komplett insane. Wegen dem Wurfeffekt. Gönnt ihr das? Ich hab's gar nicht gesehen. Mach mal, werf mal. Warte. Also erstmal an sich mal die Säure-Damage. Und wenn ich die schmeiße, ist das wie eine Säuregranate. Aber wenn die explodiert, kommen nochmal 5 kleine Säuregranaten raus. Hier, warte. Da feuer ich jetzt mal rein. Pass mal auf. Wo ist das? Nicht hier. Oder sonst wo. Und wenn das so enges Gefilge ist. Das ist halt richtig, ne? Ja. Das Buch. Ich sehe es in deiner Tasche. Gib es her. Sowieso nicht lesen. Nun, das nee, wirst du eines Tages. Moment mal. Ich trage es immer bei mir, außer wenn ich schlafe. Hast du dich in mein Zimmer geschlichen? Nö. Hab's in einem Vogelnest gefunden. Hey! Wer Alter! Keine Ahnung. Wo hast du den Namen denn gehört? Wie kommst du da hoch, Bruder? Und du hast das vom Vogelnest gehört. Hey, glitch mal hier rum, Alter. Na, warte, hier. Oh. Und die hinterher. Oh. Kann es sein, dass wir ab und zu irgendwie unsere Elemente kombinieren, wenn das so golden wird? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, hier hat es gerade richtig geballert. Ich pfeffer da noch mal eine hoch. Oh shit. Ey, das ist so insane. Meine Kombos. Kalle.
Ehre. Es ist wirklich insane, was hier passiert. Falco, fass. Oh, ich friere. Ich mach so... Falco, box den. Sehr gut. Hör auf zu zittern, Alter. Was ist hier? Da liegt überall Scheiße rum. Ah, oh, Scheiße, jetzt drück ich hier. Boah, ist der weggeflattert, ey. Also manchmal erschrecke ich mich da ja noch ein bisschen. Das ist ja manchmal nicht mehr normal. Achso, das bist du. Moin. Da gibt's doch irgendwo einen Gegner. Ja. Alter. Alter, der hat keinen Arm mehr. Nee, hat er nicht mehr. So, was ist hier hinten? Ey, die Schrot knallt halt komplett. Das ist schon sehr, sehr nice. Müssen wir hier durch, ja, ne? Ich glaub schon. Ich bin schon mal 2 Meter vorgehüpft. Hier ist schon lieb, ne? Wo war der Doppelklang? Gibt's nicht mehr. Hier ist nur Ehre angesagt. Das ist der Badass-Soldat. Hier. Bis. Ja, aber der ist jetzt gleich weg. Alter. Hier. Nimm den. Ich bin der Kalle und ich stehe am Grill. Alter. Alter, ich hab mich umgedreht. 360-90 Mouse-Scope, Alter. 360-90. Genau der. Man kennt ihn. Er ist insane. Ey, gerade machst du mir ultra Bock, wie die Waffen hier so miteinander harmonieren, die Gewalt. Ja, schöne Kombination. So, ich mach hier irgendwie Müllladen. Ja, ich muss mir nur bei diesen Waffen, die man immer wegschmeißt, muss man sich so hart abgewöhnen, ab und an nachzuladen. Ja, so ich immer nur nachladen, wenn das Mac auch alle ist. Wenn er so Mac. Ja! Weil sonst die Muni futsch. Ich glaube, hier kommt Bossfight, wenn es hier so runtergeht. Oh, das sieht auch schon so aus wie so ein Tor, wo er Leute kommt. Ist das da der. Ja, das ist der Captain. Das ist was. LOL. Alter. Captain Trump, Alter. Uff. Alter, wie. Alter, okay, ich gebe ihm erstmal ein bisschen Säure in seinen Arsch. Den auch. Ich auch, ich auch. Lass mir eine schöne Kombination aus Säure machen. Gerne. Und jetzt alles rein. Jetzt Nate. Ich schmeiß einfach auch alles, ne? Alles, was ich hab. Jetzt ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Echt? Ja, echt. Du musst aufpassen, hier sind auch noch ein paar Storm Soldiers. Okay, also Schild ist zur Hälfte down. Jo. Aua. Also ich geb ihm gut. Ich versuche gerade die ganzen Schlüssel da zu machen. Ja. Warte, boah. Jetzt probieren wir noch mal was. Er hat ein Schwert. Alter. Ich bin hier nur am Hasseln gegen diese Leute. So, jetzt geht's ab. Jetzt habe ich auch mal Zeit. Ich schmeiß Granada. Ich schmeiß eine Waffe. Ich knall mich hier Granada. Rein in Scheiße. Die Rüstung. Jo, den haben wir. Ehre. Das war's. Der explodiert jetzt, pass auf. Ehre! Alter, genommen! So. Oh, ich habe eine blaue Waffe gefunden. Ja, ich leider nicht. Nur schade, dass ich ihn nicht mehr weiter prügeln kann. Hier du ist hast das Iridium? Her damit. Für Sirene immer Klassenmod. Warte mal, das nehme ich dir mal mit. Oh. So. Kanaten voll. Schild voll. Geht weiter? Ich konnte Iridium nie so nutzen wie Lilith. Können wir die tanzen? Ich habe eine Technik in diesem Buch entdeckt, die das ändern könnte. Ach so. Oh, umso voller das Mac noch, umso mehr Damage macht die. Okay, es kann losgehen. Oh, das ist ja insane. Der hat eine Tür gemacht. Stargate! Doppelt? Lol. Atlantis. Es funktioniert. Weißt du? Oh, lol. Was? Ist aufgemacht. Jetzt. Ich habe irgendwas Krasses hier gefunden. Hier ist was Legendäres. Schalt das Echo-Motto für das Schnellwechselsystem frei. Ich fühle mich, als könnte ich einen ganzen Planeten facelocken. Irgendwas Legendäres. Weiß ich nicht. Ja, muss ich mir ja nochmal in Ruhe angucken. Okay, holen wir uns das Schlüsselfragment, Kammerjäger. Wir sind noch Kisten. Lass mal noch ein bisschen nach Kisten Ausschau halten, oder? Ja, ja, gerade bei so einem Bossfight müsste ja eigentlich so eine fette Todesloot-Kiste sein, oder? Ja, manchmal sind die auch versteckt und wir müssen übel klettern und so. Ja, und wir haben heute so einen noch gar nicht gefunden. Ich habe kämpfen gelernt, lange bevor ich dich traf. Okay, Trainingskampf.
Deine Socken riechen übel, ne? Eigentlich gerne. Was? Aber ich muss noch Beute sortieren. Nein, meine Socken. Pack eine Tasche. Okay. Dein Wunsch geht in Erfüllung. Übel. Wir gehen mit stinkst dem Kammerjäger. Was? Die stinken. Ich muss morgen mal frisch anziehen, ne? Na gut, könnte Spaß machen. Ich pack mein Zeug. Kammerjäger, schau dir das an. Da kommen wir nicht hoch. Gut. Immer ganz viel Scheiße weg. Also eine krasse... Sie haut rein. Krasse Truhe ist ja jetzt nicht, oder? Oder? Ich habe jetzt keine gesehen. Vielleicht sind wir auch mal wieder zu dumm. Das kann natürlich sein. Ich glaube auch wir... Also ich habe ja so einen Gehirntumor hin. Ja. Vielleicht können wir auch hier mal gucken in der Halle. Vielleicht ist hier was. Sieht auch schön aus hier. Da oben ist bestimmt was. Da können wir nur nicht hin. Die Iridianer haben solche... Oh nee, da ist vorne ist eine Kiste. In der Galaxis hinterlassen. Ich vermute schon lange, dass es eine Verbindung zwischen Sirenen und Kammern gibt. Ich kann es nicht lesen, aber es muss was bedeuten. Das ist so eine Bubble dran, oder nicht? Achso, ja. Das müssen wir, glaube ich, erst hier mit ihr reden, damit sie das löst. Ja, sie steht ja auch ein bisschen schief. Da ist eine Verzauberung drauf. Jetzt mach doch. Geh. Muss sie da erst hinwackeln, ey, mein. Nee, hier ist eine Kiste. Nee. Doch. Das Relikt war schon hier, als ich Alter. Aber solange man ist das weiß, scheiße. Hier ist, ja. Bei dir auch? Warte mal. Jo. Ich teste. Okay. Ist aber der Gerät. Intelligente Rakete? Ich kann hier mal. Ich nehm den. Ich nehm den. Safe Call. Safe Call. Ich nehme den anderen mit und wenn du willst, hast du Bock auf so einen richtig krassen Granatenwerfer? Ich habe auch gerade einen gefunden. Alter, der Gerät, ey. Also meiner hat zwei... Also einmal kann er so eine Scheibe wegfeuern, guck, zur Tür. Ja. So, wenn die trifft, dann ist der Gegner getargetet und dann kann ich die hier hinterher und die lenken dem nach. Nee. Ja. Sniper benutze ich gar nicht mehr. Ich muss dir was sagen, bevor ich es Lilith erkläre. Der eigentliche Grund, weshalb ich Ava als Schülerin genommen habe, sie wird eine Sirene, irgendwann. Und dann soll sie bereit dafür sein. Cool. Wir sehen uns in den Sternen, cool. Kammerjäger. Oh, hier ist wieder eine Kiste. Ich muss es da verkaufen, ne? Wir müssen echt mal wieder zur Bank. Oh, was ist hier? Hier kann ich auch was benutzen, Max. Wahrscheinlich auch eine Kiste. Ja. Jo. Andere Seite auch. Ich kann es tatsächlich nicht alles mitnehmen. Rucksackplatz, Rucksackplatz. Du musst die weißen Sachen wegschmeißen, Max. Die weißen. Hab ich schon. Also, oh, warte. Du hast recht. Hab ich nicht völlig. Nicht zur Gänze. Ich habe das extra so sortiert, aber es bezieht sich halt nur auf die Waffen, ne? Ja. Ja, doch, du sagst es. Ey, hier ist ein Claptrap. Oder? Hier ist so ein Symbol auf der Map. Scheiße. Können wir da was machen? Es gibt keinen Ort in der Galaxis mit Ah, wieder sowas. Will ich nicht. Nein. Okay, wir sollen jetzt hier wieder losfliegen, ne? Achso. Hey, wir haben zwei... Schnellreise. Ja. Gut, schnell. Gut. Athenas. Achso, musst du machen. Nee, ich... Ah, nee, Sanctuary. Besonders Sanctuary. Ach du. Dann geh aus dem Menü, bitte. Ich nutze Cosmetics aus dem Inventar heraus. Was hier? Gibt's ein neues Menü? Nee, nee. Ja. Jetzt wieder. Ja, dann geh raus. Sekunde. Lol, mein Haustier kann mich wiederbeleben. Ehre. So, jetzt bin ich raus. Ich bin raus. Bist du jetzt raus? Bin raus. Move. Ah, soll ich jetzt Pipi machen, ganz dringend. Pipi ich gleich in der Hose. Ich auch. Kurzes Break, Alter. Erstmal Werbung, nach. 2 Stunden, 19 Minuten. Ehre. Dann mache ich eine schöne 180 Sekunden, ey. Gönnt euch. Glaube ich auf dem Boot. Das ist jetzt eh nichts. Kammerschlüsselfragment erlangt. Bring es mir. Ich verwahre es, während du rumziehst und weitere suchst. Ja.
bekam eine Schürze um. Ich drehe die Würste um. Ich bin der Kalle und ich stehe am Grill. Mit einem Bierchen in der Kalle drehe ich immer zu und alles. Fleisch und Würstchen, Grill ist alles, was ich will, Alter. So. Oh. Na, jetzt habe ich natürlich die Tasche voll hier. Oh, die hat. Ja. So. Hi. So. Hi. Was geht, Leute? Oh, ich habe mir erstmal hier so ein naturtrübes Radler geholt. Auf Ehrenbasis. So, jetzt bin ich gespannt. Weißt du, worauf ich gespannt bin? Was ob ich liegen lassen krassen Waffen gibt. Was? Hä? Der Automat. Ist alle. Kalle. Wie, der Automat ist alle? Ach so, nee, du hast den schon gemacht. Hier liegt was. Na, hier der... Achso, der Automat, der dir ein Item gibt, was du hast liegen lassen. Nee, das graue Ding habe ich dahin geschmissen. Ach so, hä, warum kann ich den nicht machen? Egal, erstmal verkaufen. Ah, da bist du ja. Ich finde den Laden nicht. Der ist da, wo wir angekommen sind auf der Ebene. Mhm. Das gebe ich dir gleich. Das Inventar kommt und geht. Nur ich hab die Würste um. Ich stell die Schürze um. Ach nee, warte mal. So. Juti. Erstmal verkaufen. Jetzt haben wir wieder 9000. Oder weg. Nee, wir sammeln nicht nur blaues Loot aufwärts ein, weil dann im Worst Case haben wir am Ende des Levels nicht alles ausgefüllt in unserem Inventar und haben damit Geld liegen lassen. Oh, ich habe mir noch einen Klassenmod für dich. Nice, ich habe auch einen für dich. Den habe ich extra für dich aufgesammelt. Ist doch nett, oder? Das ist echt eine nette Aktion. So. Also, Rucksack. 9000. Oh, ich brauche 70 Dollar. Scheiße. Hol dir die 8 goldenen Schlüsse, wurden auf Borderlands 3 Twitter gepostet. Was? Könnten wir machen. Ist die Frage, ob wir das wollen. Erinnerst du dich an die goldenen Schlüsse? Die gibt es in, ich glaube, allen Borderlands-Teilen oder zumindest bei 2. Ja, ich habe die Kiste ja auch schon gesehen. Ja, da kriegt man ja immer so krassen Loot. Muss nicht ultra sick sein, was da rauskommt, aber kann. Ist die Frage, ob wir das machen wollen. Weil es natürlich was anderes, als wenn man sich das in-game erarbeitet. Mir ist es Lachs. Warte mal, wähl mal eine Waffe aus und drücke F. Jetzt hast du den Drang. Okay, das ist nur optisch. Nee. Hersteller, Elemente. Teile. Nee, warte mal. Man kann die upgraden? Das ist amazing. Ich will mir nochmal so ein Rucksack-Upgrade hier. Aber woher kriegt man die? Indirekter Schadenradius? Wie kriege ich das? Im Laden, oder? Muss ich das finden? Die Upgrades? Oder kaufe ich die irgendwo? Für die Waffen? Hast du es dir mal angeschaut? Was denn? Wenn du... Ich habe einen legendären Skin bekommen, ne? Wenn du auf eine Waffe im Inventar hoverst, drüber hoverst und dann F drückst, dann hast du oben links ein paar Reiter und der ganz rechte Reiter ist Teile. Ja. Achso, lol. Ja. Aber und jetzt habe ich gerade den Chat gefragt, woher man die Teile kriegt zum Verbessern. Ja. Aber anscheinend weiß das niemand. Mein Lieblingskunde.
Crazy Earl? Also es ist gar nicht zum Verbessern. Warte, ich muss jetzt erstmal wieder hoch. Ich bin pleite. Zeig nur Teile an, kann man nicht ändern. Ist für Leute, die das perfekte Loot suchen. Okay, das verstehe ich nicht ganz. Zeig nur Teile an, ja. Also gibt es Waffen, die besser, also die gleiche also sind wie andere? Man kann einfach nur sehen, ob es Teile hat oder wie. Hä? Oder, hä? Verstehe ich nicht. Kann man das jemand erklären? Gerne auch ausführlich. So, wir machen mal weiter, oder Kalle? Gern. Ja, aber woher kriege ich die Teile? Da muss ich doch Teile offensichtlich einsetzen, oder nicht? Weil da ist ja ein Fragezeichen. Und da steht, Waffenattribute ist ja nichts. Da ist ja nichts drin im Körper, oder? Bin gerade googeln. Die Waffen sind nicht hoch genug. Ich habe gehört, du hast auf Promethea ein paar Verbündete beschafft. Tja, manche Leute ziehen das magisch. Ein neues Kammerschlüsselfragment. Allein vom Hals. Hast du es jetzt gemacht? Und weil ich einen von Marcus Billig-Burritus gegessen habe. Also meinst du, gehen weiter? Das ist übrigens kein vollständiger Kammerschlüssel. Niemand weiß, warum die Eridianer sie in Fragmente gespalten haben. Aber der Kammerschlüssel auf Pandora benötigt 3 Teile. Immerhin ist das ein Anfang. Du solltest zu Lilith zurückkehren. Sie und Maya haben bestimmt einiges nachzuholen. Oder was Leute mit Sozialkontakten halt so machen. Nein, danke. Da ist mir ein steriler Raum mit chirurgischer Ausstattung schon lieber. Man kriegt die Teile bei Crazy Earl. Man muss dafür Iridium haben. Aha. So, das ist zum Beispiel eine Antwort, mit der ich was anfange. Ach so, von dem war das ein Skin. Wow. Das war mein Boss-Loot mit dem Kackhund, ey. Gut. Dann gehe ich mal zu Crazy Earl. Ich will mir das zumindest mal angucken. Objekt lagern, ne? Keine neuen E-Mails. Crazy Earl war ganz unten. So. Wo ist nochmal mein Zuhause? Mittlere Ebene. Da, wo man schnell reisen kann, auch in der Nähe, einen Raum daneben. War ja nochmal Crazy Earl, Alter. Hier? Ach, hier. Du kannst anklopfen! Willst du jetzt einen Preis oder was? Was ist hier? Alter. Ey, Kalle. Jo. Ich kann dir eine Schrot kaufen, die hat einen Sireneneffekt. Okay. Nach dem Einsatz von Phasenschlag, ich weiß nicht, ob du das hast mit deinem Skilltree, Phasenschlag. Oh, lol. Ich habe Fraktur, Offenbarung, Sour Tiger und Phasenschlag, ja. Geil, wenn du den einsetzt, erhöht sich der Waffenschaden für kurze Zeit um 300%. What? Jo, die hatten Gear, also die hatten Gearscore, nennt man das hier so, von 257. Das ist krass. Das ist ziemlich broken. Ich bin broke. Ich hab mein Geld gerade in. Ja, ist für Iridium. Für 150 Iridium. Ach so. Aber. Das ist natürlich ziemlich viel. Oder verzieh dich! Doppelklick. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann, wie viel ich davon habe. Ich habe 90. Okay, naja. Waffenskins kann ich hier bei dem holen. Schmuck schon wieder, sag mal. Ganz unten bei. Weil mittlerweile weiß ich zumindest ein bisschen, wo die Treppen sind. Aber nur ein bisschen. Okay, nicht so richtig. Danke für das Iridium, du Kacke-Farmer. nett von ihm, ja, ja. Ehrenmann. Aha. Ich glaube, hier setzt man dann langsam Sachen ein, die man im Laufe der Quest, der Story sammelt. Oder?
Ich renne nur durch die Gegend. Falco umbenennen, danke. Danke. Danke für die Erinnerung. Muss ich oben machen beim Skin-Dingens. Oh, hoppala. Doppelklang. So. Aber der Apparat hier, der dir ein gutes Loot, was du liegen gelassen hast, droppt, das ist nur blau aufwärts. Und offensichtlich habe ich nichts Blaues liegen lassen. So, Haustier umbenennen. X. Falco. Alter, dieses Gummis, was ist das hier für ein Laden? Geil. Alter, gerade stand da Kalle Koschinski dran. Ich dachte, er ist jetzt Kalle. Waffenteile sind unveränderbar. Es ist praktisch ein Seed, mit dem sie droppen. Manche Slots sind durchaus unbelegt. Ah, das heißt, man kann nachvollziehen, wie die Effekte der Waffe zusammengekommen sind. Aha, okay. Eieiei, das ist hier... Gut! Eieiei. Das ist hier alles sehr teuer, Max, ne? Ja, wir brauchen Geld. Wir brauchen viel Geld. Ja, vor allem dieses Iridium, wo kriegt man das denn her? Entweder aus den... Es gibt auch diese Glücksspielautomaten mit Iridium. Was soll das heißen? Oder ich glaube bei krassem Drop. Ich kann es jetzt nicht erklären, Lilith. Aber sie wird eines Tages eine Sirene. Wir reden später darüber. Alkos Waffe ändern, das wäre sick, aber ich glaube nicht. So, wollen wir... Ja, Kalle, brauchst du noch einen Moment? Nee, ich bin ready, Alter. Geil. Na, Killer? Maya sagt, du hast ordentlich ausgeteilt. Ja, wir haben großzügig Tode verteilt. Alter Fleck, Alter. Das glaube ich. Ein Fragment hätten wir, fehlen noch zwei. Ab Kapitel 10 kann man Iridium fahren. Wieso ist Mali One auf Athenas? Man bekommt es unser Schlüsselfragment ist seit Generationen geheim. Wie haben Sie davon erfahren? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, das ist dann so Endgame-Content auch. Scheinen mehr über die Kammern zu wissen als wir. Sogar mehr als Tenz. Ehrenfarm. Sie wussten von der Kammerkarte. Vielleicht haben sie Maliwan befohlen, Athenas zu überfallen. Sie sind angeblich hinter der sogenannten großen Kammer her. Und die Kammer auf Promethea muss Teil ihres Plans sein. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das werden wir, Firehawk. Ich weiß nicht, ob mich noch jemand so nennt. Lilith! Lange nicht gesehen! Wie geht's dir? Wow, schicker Schnäuzer. Danke. Ich zieh ihn jetzt in Hass. Du bist ein Belagerungsschneuzer. Hör zu, ich zieh nur ungern die Verbindungskarte, aber Katakawa hat einen auf einem Asteroiden stationierten Laser aufs Atlas-Hauptquartier gerichtet und droht mich zu zerstückeln, wenn ich nicht aufgebe. Ich will hier nur durch. Und Zero berichtet, dass der Laser von einem Kammerschlüsselfragment versorgt wird. Also, mehr muss ich nicht wissen. Wir machen das. Das wollte ich hören. Gut so, Verbündete! Reese, Ende! Tschüssi. Geh runter und hilf Reese mit seinem Laserproblem, Kammerjäger. Hoffentlich weiß Reese, was er tut. Lilith meint, er gehört zu uns. Aber Männern mit Schnäuzer kann man nicht trauen. Wissenschaftlich bewiesen. Alter, diesen Apparat, den ich hier in der Hand hatte, ey. Was ist das? Verdeckt den halben Bildschirm. Deine Tattoos. Magst du drüber reden? Ehrlich gesagt, nein. Da gibt's nichts zu reden. Verstanden. Dann sollte ich mich schnell eingewöhnen. Habe ich in Japan mir stechen lassen. Sanctuary zu sein. Einer Sanctuary. So, machst du Schnellreise? Ich mach Schnellreise, Alter. Ehre. Ehrenreise. Aber wohin? Also, ich muss sagen, am Anfang dachte ich, okay, ist jetzt irgendwie echt... Also, ist gut. Aber nicht so viel Neues, aber ich muss sagen, so nach und nach finde ich doch, dass also, ich finde es immer nice, das Falt Gefühl zu haben, wenn ein Spiel immer geiler wird. Bist du dir sicher? Nee, du nicht. Ah, nee. Also es ist auf jeden Fall für mich ein Spiel, wo ich im Laufe des Spiels merke, geil, ich habe mehr Bock, geil, das wird noch geiler, geil. Geil. Rein. Rein. Ehre. Ja. Geht jetzt los. Ja. Yes. Es
Zerwürchen. Fantastischer Loot-Shooter. Kann man nicht anders sagen. Ja, das macht Birke. Tatsächlich, wie ich meine, Privatnummer nicer. Also einfach Brain AFK abends mit deinem Homie chillen und das Game zocken. Startrampe 7. Blöd ist natürlich, wenn du kein Homie hast. Deine Landekapsel käme nie an den Sicherheitsvorkehrungen vorbei. Aber ich habe ein hochmodernes Atlas-Schiff mit Tarnvorrichtung. Der Plan lautet, zur Orbitalplattform hochzufliegen und den Laser zu zerstören, bevor Katagawa erfährt, wer es war. Achso, Max? Ja? Bist du wieder am Ballern? Nee. Hier, ich habe noch so ein Ding für dich, ne? Habe ich ja eben gesagt. Ja, lass uns mal handeln. Ich habe es hier auf den Boden geschmissen. Wir handeln. So. So. Dafür will ich Geld. Ich hab dir eingegeben. Man kann da sich tatsächlich drum duellieren. Das ist ja geil. Ja. Das hat auch ein Achievement gegeben. Ja, handel, Alter. Sehr viel indirekter Schaden. Oh, das ist aber schon... Nur wobei. Lecker? Ja doch. Ich probiere das Skin wechseln, naja. Mein Homie ist leider nur aufblasbar, der zockt nicht gern, ja. Schwierig nix. Jetzt gehen wir los. Abfahrt. Alter, deine Hände ragen aus. Muss nicht sein. Hey, du hast ein Fragment gefunden. Machst du dir deinen eigenen Kammerschlüssel? Das macht ja, wenn man boostet. Weißt du, was wir gemacht haben? Woher weiß die eigentlich, was man macht? Oh, weiß ich auch nicht. Die haben wahrscheinlich... Schlaumeier immer. Falsch. Scheiße. Alter, bin ich... Das nennt man Strategie, du Arsch. Oh, ihr seid auch falsch. Hä? Schau nur, während ihr plaudert, haben sich tausend weitere Banditen mir verschrieben. Oh, da waren wir eben richtig, ne? Sehr gut. Ah, ich hab Hunger. Ja, hier zu Fuß. So. Oh, da ist ein Gegner. Warte, ich will jetzt was ausprobieren, ja? Ja. Ich habe nicht genug Muni. Dann snipe ich die jetzt weg. Ich hab eine Schürze um. Ich dreh die Würste um. Knallt. Hä? Bom. Bom. Oh, hier ist noch ein schwerer Projektor. Ne, Pyrotechniker. Kalel hat wieder einen Boss. Geil, ich kann oben auf seine Murmel ballern. Alter, der explodiert. Jo. Hab ihn die Murmel zertrümmert. Aha. Das wäre so eine krasse Truhe. Ehre. Nehmen wir. Oh, ein krasser grünes Scheiß. Ja, 164er Gearscore im Müll. Müll. Das hilft mir echt brutal weiter. So. Ehre. Ehre. Entschuldigung. Schuld ist mir ein Rülpser heute, ne? Ja, ja, ich weiß. Muss ich schön kippen. Da bist du ja. Mein Schiff ist da vorn. Hochmoderne Atlas-Tarnvorrichtung. Ach, die gibt's wirklich in echt. Ja, ja. Nein. Den hatten wir auch schon mal gesehen. Okay. Katagawa! Freeze, mein Freund. Hast du über die bedingungslose Übernahme nachgedacht? Oder brauchst du noch eine Ohrfeige von deinem alten Kumpel Laseroid, um deine Meinung zu überdenken? Fick dich! Alter! Alter! Wenn du soweit bist. Ich freue mich darauf, Twitch-Richtlinien der Maliwan-Gruppe aufgehen zu sehen. Oh, du kannst auch Zero mitbringen. Ich wette, das interessiert ihn. Max, lieber sterbe ich als muss sie eingeben, ja. Blasenden Sesselpupser zu überlassen. Neuer Plan. Neuer Plan. Wir stehlen ein Maliwan-Shuttle mitsamt der Sicherheitsprotokolle. Hier, nimm. Geil, danke. Also, das Viper-Laufwerk ist Atlas' moderne Form des Remote-Hackings. Damit stehlen wir einen Remote-Hacking-Shuttle. Machst du mit? Klar. Natürlich. Dein Schnäuzer ist irritierend. Was hat sie denn? Das haben alle mit seinem Schnäuzer. Das ist ein ganz normaler Schnurrbart. Und stecke das Viper-Laufwerk ein. Ich mach den Rest. Sind so,
So, würde also mir das auf den Ass gehen, wäre ich eher, ne? Schnuppern. Okay, Zeit, das Viperlaufwerk auszuprobieren. Okay, wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Das Viperlaufwerk von Atlas hilft. Hochmodell. Wir sind drin. Ehre. Reese ist der Beste. High five. Irgendwer? Direkt mal. Oh. Okay, oh, geht hey, direkt ja, los. Richtig, wenn du dort bist. So, ich will mal hier eben. So. Bom. Oh. Alt. Alt. Bruder, da muss ich aber. Ich hab. Oh, was ist das hier? Schmeiß dir noch ein paar Sachen. So. Meine aktuellen Waffen finde ich nicht so. Ich hatte halt den übelsten Power Spike, muss ich sagen. Das war sehr belohnt. So, los geht's. Musst du es machen? Nee, warte mal. Hm? Muss man eben hier was anderes machen. Hallo? Ja, Moment. So, was muss ich machen? Ich glaube, da E drücken, weil du das Ding hast. Oh. Genau, was? Das war F. Ja. Ich drücke E, aber es. Achso, Countdown. Ah, lol. Skyway 27. Oh. Ich bin angekommen, Reese. Oh lol. Hat das tatsächlich funktioniert? Pumpe ich meine, Bier. Natürlich hat es funktioniert. Keine Killersphären in Sicht. Hast du lol. Gerade Killersphäre gesagt? Nicht wichtig. Nach Zeros Informationen treibt dein Kammerschlüsselfragment den Laser an. Wir müssen nur den Kontrollraum finden. Geh zum Haupttor. Keine Killersphären. Alter. Oh, ich habe eine Waffe gefunden ab Level 16, die ziemlich sick ist. Müssen wir da mal schauen, wa? Wir sind jetzt auf irgendeinem Planeten, ey, und hier ist irgendwie weniger Schwerkraft, oder? Oder bin ich? Nee. Nee, ist so. Ist so. Doch, ne? Geil. Ehre. Das ist dieser Nara. Kann ich runtersliden? Jo. Ich slide. Man sagt, dass er seine Geschwister bei einer Party darauf umgebracht hat. So wurde er zum Direktor für Fusionen und Übernahmen bei Marvel. Was, wenn ich hier runter? Oh, jo. Oh, übrigens. Oh. Ciao. Sei vorsichtig. Man muss sich erst an die. Was denn jetzt? Matrix. Alter, ist übel der Club. Ich glaube, das war nicht geplant, oder? Hier kommt ein Club. Ich bin gestorben. Ja. Übel der Club. Bist du schon im Club? Ja, ja. Ja, ja. Typhende Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der iridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die aussieht. Oh! Was? Au! Oh, oh. Schon wieder runtergefallen? Ja, aber wie komme ich jetzt wieder hoch, ist die Frage. Klettern. Hinter dir? Hinter dir, glaube ich, lang. Hier? Nee, noch weiter links. Ja. Oh ja. Da, glaube ich, lang. Kommst du hin wieder hoch? Könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Mann, du liest das Spiel. Ich bin erfahren bei sowas. Die Earnings. Schau auf das. Wie bist du hier rübergekommen? Jump Puzzle? Waffenkiste? Springkalle. Oh, Ehre. So. Weiter geht's. Hier habe ich ein paar Leute fertig gemacht. Du hast schon ohne mich geballert. Na klar. Hast du die Schürze um? Das schaffen wir nicht. Doch, doch. Nein. Du musst Leertaste gedrückt halten, dann klettert er da, dann hält er sich ja, fest. Ja, ich weiß. Yeah. Aber ich habe hier einen Schuss. Nee, oh, lol. Kalle, Ambush. Wo? Abfahrt. Oh, lol. Hier. So. Und ins Gesicht. Und, Alter. Mir ist gerade richtig gehackt, ist ins Gesicht geflogen. Danke, Henning. Danke, Henning. Ehre. Brüder hier, los.
Ja, der hat mir gerade eine Pizza reingebracht, war belohnt. Alter, du hast mal was zu essen da. Ja, ja. Ich muss mir nachher erstmal einen Halloumi-Döner holen. Wir hauen jetzt zusammen, verstehst du? Hält mir auch dabei. Ja. Was soll das denn? So, warte, jetzt probieren wir was aus. Ich will die Schürze um. Ich hab die Würste um. Nee, warte mal. Andersrum. So, der hat jetzt. Oh, der. Da flattern die Sachen raus. Töte Feinde mit Pistolen. Abgeschossen. Hab ich? Pogas Light, Alter! Alter, die leiden halt so durch, ne? Ehre in den Chat, Ehre in den Chat. Ey, mein neuer Raketenwerfer macht übel Bock. Genauso wie diese Spinatpizza. Ja, ist okay. Ja. So, Max. Und geile Musik haben wir auch gerade. Oh, hier ist eine Erste-Hilfe-Kaste. Geil, Kiste. Hier ist eine Erste-Hilfe-Kaste. Erledige sie. Oh, nochmal. Ich stelle sicher, dass sie keine Verstärkung rufen. So, machen wir jetzt hier Action oder was? Eigentlich müsste ich das mal kombinieren. Ich spring jetzt hier rein. Ich spring jetzt hier rein, Alter. Ich bin Kalle, Ehre, Ehre, Ehre. Rülpst jetzt ins Mikrofon. Entschuldigung. Aber mit Autotür. So, Säure in deinen Arsch. Ehre, Ehre in den Ass. Kalle S. Oh, 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 oh. Und der ist weg. Ich hab ein Problem. Alter, die laden immer so lange nach, die Kackwaffen. Ja, weiß nicht. Da riech ich mich jetzt drüber auf. Ist er noch am Leben? Was hab ich denn hier weg? Boah. Einfach keinen Kopf mehr. Einfach so. Wer ist denn das? Oh. Ach, da oben. Besiege die Sicherheitskräfte. So. So, kann man auch mal so einen reinwerfen? Oi. Das knallt, das knallt. So, badass, badass. Juckt mich nicht. Du bist bad, du Ass. So. Warte, auf deinen Hund schießen? Okay, Max, du musst mir mal kurz was erklären. Ja. Der Schnapper schreibt, bring mal einen Scoof-Controller raus mit Kali-Design, wer Ehre. Scuff. Was ist ein Scoof-Controller? Scuff. Was ist Scuff? Das ist ein Controller-Hersteller für so krasse Controller-E-Sportler, weißt du? Okay. Der hat noch ein paar Knöpfe mehr. Dann denken die Konsolenspieler, sie wären halt krass und keine Casuals mehr. Verstehst du? Ja, okay, ja. Aber ich spiele doch gar nichts auf der Konsole. Ja, ja, egal. Aber bring mal einen raus. Wer Ehre. Trigger Gear. So, alle hopp. Bleib mal hier, Bruder. Ciao. So, haben wir es jetzt? Oh, da ist ja noch einer. Bleib mal liegen, Bruder. Alter, jetzt reicht mir aber hier mit den ganzen Leuten, du. Sonst bring ich hier gleich mal einen Scuff-Controller raus. Noch einer. Hat wehgetan, wa? Also, so. Ja, jetzt mach ich langsam weniger Schaden. Aber die sind auch schon Stufe 16, also. Den kannst du gleich mal bannen, hier. Wer auch immer den gerade getimeoutet hat. Oder vielleicht direkt wegbannen. Sowas kriegt hier keine zweite Chance bei mir. Ehre. Was auch immer. Alter, Kalle, komm mal hoch. Der hat das Spiel gespoilert. Au. Bannen. Boah, Alter, hast du ihn weggesprengt? Ey, wann hört denn das hier mal auf? Weiß ich nicht. Vor allem, die Mission heißt einfach Laser Tag im Weltall. Ja. Worum geht es im Spiel? Weiß ich nicht, Alter, wir ballern hier die Leute weg! Und wir finden nice neue Waffen, das ist so das Ding. Ist ein Loot-Shooter. So. Das heißt, man shootet und lootet, Alter.
Und in Wirklichkeit müssen wir Leute hier weg. Wir müssen hier Waffen schmeißen. So, wo ist denn der jetzt? Mach den nochmal weg hier. Achso, ich hab dich abgeschossen. Wieso heißen die eigentlich Nock? Steck ein Viperlauf. Jura ist ja dann Nogger. Weiß ich nicht. Ja, ist so schon tot. Hacken! Hacken! Mit seinem Schnurrbart. So, Hexen? Machen wir. Alles für das Hack gemacht. Alter, was ist mit Falco los? Okay, Falco, das Fragment ist ganz in der Nähe. Und wir öffnen jetzt das Tor. Auf der anderen Seite wartet Verstärkung, also. Spack mein Mic wieder? Nö, oder? Mach sie platt. Hallo, Test. Spinn ja, mein doch. Mikro. Ja, 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 da kommen ja, ja. Sie. Rein in die Basis und steck Viper-Laufwerk in die Sicherheitskonsole. Ich hack mich ein. Kontrollraum. So, hallo? Spiel Story. Doch. Bin wieder da. Ja. Ist gut? Hört sich gut an. Ehre. Ja. Oh, was kommt da denn? Da will ich sowas von rein. Da will ich jetzt einfach noch rein. So. Und ich bin wahrscheinlich tot. Ich hab nichts mehr. Ich will da die ganze Zeit reinlassen. In meiner Zeit. Oh, so. Okay, ich muss ein bisschen gucken, wie ich das mache. Scheiße. Ja. Ich habe keine Muni. Ich habe Sniper ohne Ende. Okay. Sniper ohne Ende. Granaten habe ich auch nicht, doch eine. Das Respawn, das dauert aber auch immer, du. Ich riech weit laufen, wa? So, den habe ich. Das ist eigentlich leider ein bisschen unzufrieden mit meinen Waffen gerade. Okay, wenn man. Okay, die sind halt schon ein bisschen easy, wenn man den so ein bisschen hinten einen reinballert. So, bin wieder da. Geil. Okay, der eine ist jetzt explodiert, oder? Was ist das denn? Badass noch. Also mit der Sniper hier ist wirklich sehr belohnt, muss ich sagen. Das sind irgendwie wieder so kleine Kevins hier, oder? Ja, das sind wirklich Kevins. Da muss eine Granate her. So. Alter, wie der verjagt, was schießt er? Was ist das? Was ist das für ein Ball? Hä? Misch die mal auf, Kalle. Oh, der wird jetzt weggeboxt. Das sind alles Badass, Alter. Badass Kevins. Ja, ja. Den einen habe ich. Ja. Schön. Ja, wir müssen Fokus. Und jetzt habe ich. Hab jetzt auch keine. Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Ich muss keine Muni mehr. Ich muss Muni finden. Welches. Oh, da habe ich eine Truhe. Sehr gut. Aua! Da ist noch ein Badass Kevin hinter mir. Ja, es sind einige. So, ich hab wieder was. Alter, was ist denn er denn da? Ja, aber ich brauch mehr, oder? Das war jetzt nicht so viel. Ab und an liegt ja noch was rum, glaube ich. Maximilian, ich brauch deine Hilfe. Ja, ja, ich. Ja. Ja. Gut. Hört nicht auf hier mit denen. Die kleinen Kevin. So, Junge. Jetzt kriegst du auf den Sack. Nein! Okay, ich muss echt immer anlenken. Ein Kackschild. Eieieiei, das. Das jetzt. Oh, du hast einen weggemacht? Nee, der leidet gerade. Er sagt, er hat Schmerzen. Einen habe ich. Oh, der nice. Echt gut. So. So. Okay, aber Muni bräuchten wir auch. Ach, der hat das gerade. Auf hier, Laser?
Gut, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Alter. Ein Stückchen Pizza. Oh, ich hätte auch gerne eine Pizza. Sieht richtig eklig aus im Greenscreen, Alter. Spielen wir so ein Spinatding, oder? Oh, jo, im Rewe gibt's ja wieder Spinatpizza, Max. Ja, da kannst du mal wissen, wer sich da gleich noch eine abholt. In meinem Chat geht's ums Küssen. Oh. Hatte jemand so sein First Kiss gehabt? Der Hauptlift führt runter zum Laser. Wir sind so schnell drin und wieder draußen, dass Katagawa nie erfährt, wer das war. Max, entweder wir reden miteinander oder gegeneinander. Ich esse gerade, sorry. So, was ist hier los? Ich brauche Muni, Max. Du auch, ne? Na. Oh, hier sind Munikisten. Ehrenbasis. Das schmeckt. Ja. Wir reden jetzt miteinander. Geil. Hm. Keine Ahnung, was mein Chat hat. Ich habe eine Handelsanfrage an dich gesendet. Wollte ich aber gar nicht. Okay. So. Ich brauche jetzt Sachen. Hier. Oh. Oh. Lol. Da war einfach Leben drin. Braucht doch niemand. Ah, hier ist gut Loot. Hier ist gut Loot. Oh, schön. Alle da aufsaugen. Echt, dann mach. Ja, ist nicht gut. Schon. Ich hab gerade schon. Richtig in Nöten, zack. Ekelhaft. Ja, die Pizza sieht so hässlich aus, weil der Spinat drauf ist. So. Ah, da ist noch Muni. Ich stehe so sehr auf Raketenwerfer, ne? Ich muss da unbedingt mehr Muni kaufen, whatever. Wie so. Auch immer. Wir sind jetzt erstmal an einem Punkt, wo wir wirklich aktiv nach Muni suchen, ne? Ja, aber ich habe. Also, Kalle, entweder wir reden miteinander oder gegeneinander. Du wollte gerade antworten, hast du mir wieder dazwischen gefunkt. Wie bitte? Ja. Ich würde uns mal eben was nachschlagen. Das Game ist auch geil. Umgehe jetzt die Sicherheitskontrolle. Ich glaube, viele Leute hier, die jetzt so recht jung sind, viele junge Zuschauer, die halt beim letzten Borderlands-Titel unter 10 waren. Also weit unter 10. Das ist halt krass. Das heißt, ihr wisst gar nicht, für euch ist das so ein neues Game. Und Borderlands? Ist krass. Ist das gut? Ist das gut? Was ja nicht schlimm ist, aber... Oh, was? Security tötet den Kammerjäger? Besiegt die Sicherheitskräfte. Ja, jetzt, das jetzt geht aber wieder los. Oh, so. Oh. Ich einen Ballermann in der Hand. Mal gucken, wie der sich so macht. Okay, da lade ich mal nach. Kann ein bisschen sein, ey. Du lässt mal ein bisschen Säure da. Oh. Jetzt lade mal nach hier. Bruder. Schon wieder die Noggers da. Aui. LOL. Also, es gibt viele Leute, die richtig krasse Schwächeregionen haben, weißt du? Ja, ja, schöne Region. Unnormal Region. Hä? Ey! Hau dir ins Gesicht. Oh nein, schwerer Bär, der ist Pyrotechniker. Mama, Maximilian, hier oben. Komm, ran auf einen Zentimeter. Ich krieg richtig Säure in Ass gerade. Oh, die sind Jumbo-Badasses, Alter. Warte, ich hau dem. Cracker-Scheibe. Ach, ich hab den markiert mit X. Und rein. Hast du ihn gesehen? Nicht auf den Kleen. Okay, Kalle, geht wieder los. Aui. Ich verbrenne. Du fetter Vollidiot. Echt? Ich glaub schon. Nee, doch nicht. Hä, den juckt es einfach gar nicht, was ich mache! Ja, same! Bist du tot? Vor allem, der hat noch Freunde, das ist sein Problem! Boah, meine Nase juckt auch noch! Hier kommt alles zusammen! So! Den einen haben wir! Boah, der droppt aber ordentlich im Blut! So! Kriegen wir schon hin, Max? Ja, ja! Ja, mit X kannst du markieren. Gehen wir auf den Dicken, ja? Wollen wir den Dicken nicht ganz am Schluss machen? Oh, der ist resistent gegen meine Säure. Echt? Nee. Lass den Dicken ganz am Schluss. Okay.
Der ist auch gegen meine Säure resistent, so ein Scheiß. Aber so, der ist jetzt schon fast down. Ehre! Oh, der hat auch ein Level abgegeben für mich. Ich hab nur noch Munition für mein Kack-Scharfschützengewehr! Okay. Kriegst du dann richtig los in die Fresse, Assloch. Wo ist denn hier noch was? Hab einen. Hab einen Badass. Oder siehst du das, wenn ich das so markiere? Ja, 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 ja. Ist ja mega. Mit X kannst du das machen. Alter, die Sniper. Warum ist ein Kammerjäger hier? Jetzt sag nicht, dass du meinen Laser zerstören wolltest. Das ist mein Lieblingslaser, Reese. Oh, also dieser Kamimoto oder wie der heißt. Versteh doch, diese ganze Lasernummer macht es meinen Leuten wieder schwer, ihrer Arbeit nachzukommen. Ist geradezu tödlich. Geht's weiter? Hier stand nur noch einer, aber der hat keinen Kopf mehr. Ich tu das für uns, für die wichtigen Leute, die was ist hier? Oh, der ist auch kaputt. Blaue Waffe. Eine blaue Waffe. Blaue Waffe auch nochmal. Oh, jetzt kommen neue. Nee, lass mal fokussen. Ich hab keine Munition. Ja, ich auch. Schwierig. Ich hab wirklich keine Munition, Max. Aber ich kann so. Oh, resistent. Scheiße. Den dicken hab ich, den dicken hab ich. Jo, Alter, den hast du aber richtig weggemacht. Ja, wir müssen halt auf die Murmel oben immer ballern. Das haben wir eben nicht gemacht. Ich sterbe. Irgendwie. Gut. Nee. Oh, den hat's erwischt. Den auch. Ist noch einer mit dem Schwert. Einer down. Iridium! Oder so. Nee, was die dann ist. Level up. Ja, hast du auch. Ich hab G-Fuel. So. Okay. Level up, Alter. Runtime. GG, Alter. GG! Yo! Alter, die Birne. Warte mal. Also die manche, die können Schütze so teleportieren. So, jetzt habe ich nur noch Schrot. 6 Schuss. Ich habe überhaupt keine Munition. Die sitzen. Also nicht mal ein bisschen. Aber das Ding ist, Falco kann halt immer die Leute boxen. Ja, ich auch. Ich habe ja so... Oh, da oben fliegt einer. Jetzt komm mal runter da. Alter, Jetsoldat. Ich kann den halt nicht angreifen. So. Oder? Ich habe keine Muni mehr. Ich hab die Shirts um. Falco, fass! Was macht jetzt Falco? Boxt er dir jetzt aus der Luft? Soll ich mit dem... Stiefel am Boden! Hä? Alter, er ist am Boden, er ist gelandet. Okay. Ich bin raus hier! Nee, nee, du bist nicht raus, Junge. Ja, hinten drauf. Schön. Scheiße! Mal sehen. Wo krieg ich Muni her? Ich hab auch wirklich nada, ne? Ja, hier ist auch nichts mehr. Okay, wir können jetzt weiter. Machen. Oh, hier? Ja. Aber ich würde noch mal kurz was essen. Was hast du denn Leckeres drauf auf deiner Pizza? Spinat. Oh, hier ist eine Kiste mit Munition. Oh. Geil. So. What the fuck? Okay, das hat mich am maximal verwirrt. Gut. Durchquere den Wartungsbereich. Ich habe vielleicht einen Weg in den Kontrollraum gefunden. Reese, ich weiß, dass dein dummer Kammerjäger hier rumstreut. Unterschreib endlich den Übernahmevertrag, Kumpel. Sonst... So, ich bin wieder da. Was ist jetzt mit Muni? Ja, ich habe jetzt hier so ein kleines Päckchen gefunden, aber so viel ist das nicht. Nein! Das war mein Lieblingsbäcker! Katagawa, du Monster! Buja! Und das war erst die halbe Kraft. Wenn du nicht bald unterschreibst, schneide ich dich in Stücke, Reese. Dieser scheiß Katagawa! Ich war so nah dran, ihn aufzuhalten. Dann hat er sich mit diesen verfluchten Kindern der Kammer zusammengetan. Diese Kultisten schuften sich zugrunde. Gegen kostenlose Arbeiter komme ich nicht an. Wir brauchen Muni. Wir brauchen Muni, Leute. Er ist der Luftschacht, Alter. Oh, hier. Nee, wir brauchen Muni. Ja, hier ist noch Muni. 360, No Scope. Alter, scheiße, daneben.
Oh, nee, nee. Oh, hier ist auch noch was. Nice, ich hab was. Oh, warte mal. Aha. Ist ein bisschen wie bei Metroid. Metroid hier, Dings, ne? Prime. Ne, wie heißt es? Ne? Falle ist hier, wir reden hier jetzt nicht gegeneinander. Ich sag doch gar nichts gerade. Ja, deswegen, also. Musste gerade jemand bei mir timeouten. Schon wieder ein Ali? Sowas in der Art, ja. So, jetzt auch nochmal Muni. Die Mucke und so, die Stimmung hier, die gefällt mir sehr. Warte mal. Oh, da sind wieder Kevins. Gelöscht. Alter, und du knallst einfach einen raus. Ich sehe nur wieder Blut hochgespritzt. Oh, wer ist sie denn? Eine Fanatikerin. Hey, Kinder der Kammer. Bring mir den Kopf des Kammerjägers. Das sind die Kinder der Kammer wieder. Diese Lappen. Ich hab ein bisschen gesplattert, Alter. Oh, kleiner Mini-Kevin, weg. Erste Hilfe, Scheiße, Arsch. Einschalten. Alter, jetzt hau ich dir einfach, ich hau dir einfach ins Gesicht. Einfach, weil du verdient hast. Du blöder Psycho, Alter. Lass mich dich. So, Alter, was hab ich für eine krasse Faust? Der wirft, der wirft. Doch nicht. So, der hat auf keinen Fall mehr noch einen Übergang, ne? Okay. Die habe ich fertig gemacht. Warte, ihr wollt ballern? Moin, moin, Roller, lass mal einen saufen, Alter. Alter, machst du diesen Airstrike, ey? Nee. Nee, ne? Leute, da oben ist die Truller. Nee, das ist ein Badass-Tink. Die Truller! Ja, ja. Ehre. So. Warte, den snipe ich jetzt einen weg, ey. Hab den ich. Haben wir? So. So. Geplatzt. Oh, keine Muni. Ah, warte, ich hab noch den. So. Und der ist auch weg. Ich hab eine Schürze um. Ich bring die Würste um. Ah, nee, den nochmal weg, Falco. Aui! Ah, shit, ich dachte, ich hätte nochmal eine Fernkampf. Schieß. Weiter geht's. Alter! Was hat der gemacht? Der gibt von allen Seiten auf die Mütze gerade, ne? Ja, ja, ich geh da jetzt hoch zu dem. Mir reicht's. Das ist Falco, okay. Das ist Falco. Ja. Schrott zu Schrott, Abfall zu Abfall. Ich ja rüberspringen? Oh! So. Hier, bitte. Ciao. So. Noch ein bisschen Munition, ne? Ist aber auch ein Gelöte, ne? Ja, ja. Geil. Eieiei. Was ist? Erstmal, glaube ich. Erstmal, glaube ich. Weil da Umwand und Muni, die hole ich mir noch. Nee. Oh, doch. Ich müsste auch gleich mal Waffen checken an sich. Ich habe richtig krasses Zeug bekommen, glaube ich. So, hier müssen wir jetzt in den Gang. Das sieht schon nach Gefahr aus. Dieser Gang strahlt Gefahr aus. So, was haben wir denn hier? Hier, die müssen wir mal austauschen, ne? Vielleicht mal gegen die Spritze. Ist das effektiv hier? Gegen Schilde? Oh, die sieht gut aus. Die sieht gut aus. Die tauschen wir direkt mal aus hier. Also er hat einen geilen Style, aber macht halt nicht viel Schaden. Deswegen nehme ich die Pistole gegen Schilde. Gegen die Nox ist sie bestimmt gut. Die Nummer 3. Ich bin die Nummer 3. Okay.
Ich hab lieber wieder eine Schrotze hier. Wo bleibt der Übernahmevertrag? Mal sehen. Ehre! Wie wäre es mit deinem Lieblingsfreizeitpark? Nein, nicht Lazy Riverland. Alles, nur nicht das Lazy Riverland. Was los? Er macht den Freizeitpark kaputt. Alter, das ist der übelste Todesstern. Keine Sorge, Reese. Auf der Sanara gibt es einen schwerelosen Lazy River für die Ewigkeit. Alter, das sieht aber auch nice aus. Hast du mal nach oben geguckt? Da! Wir müssen diesen Laser irgendwie deaktivieren. Wo ist der Laser? Ich seh den okay, gerade. Kalle. Also ich glaube, wir müssen runter, aber hier ist, glaube ich, ein Jump-Level. Oh, Alter! Haben die jetzt nur eine Rakete? Ja, irgendwie. Habe ich mir auch schon gedacht. Okay, wo müssen wir lang? Nach rechts? Ja, okay. Wir müssen daran vorbei. Wir müssen eben warten, bis der Baller. Und jetzt? Alter. Bist aber auch ein Rowdy. Ja, hier liegt doch einer tot. Oh shit. Oh, ich brenne. Das bringt uns etwas Zeit. Die Vernichtung von Lazy Riverland verzeih ich Katakawa nie. Meine Angestellten und ich haben uns dort immer entspannt. Und Alter. Jetzt bin ich verspannt. Und ich hab keine Brötchen mehr. Ist schon wieder ein Gelaber, ne? Insane. Hey. Iridium. Oder? Sieht so aus. Ne, gut. Hey, bro. Nee, bring nicht. So, was müssen wir machen? Zurück. Ne, hier hoch. Ich würde gerne was loswerden. Gerne. Ich hab ne Schürze um. Ich dreh die Würste um. Ich bin der Kalle und ich steh am Grill. Booyah! Düst ab, ihr Düsen! Das hat sich in meinem Kopf besser angehört. Dann vergessen wir das. Aber hey, es hat funktioniert. Düsenfehlfunktion in Sektor 35. Was zur Hölle ist hier los? Ich wollte dem Atlas-Hauptquartier gerade einen Iro verpassen. Bringt diese Düsen wieder zum Laufen, sofort! Jetzt müssen wir uns verteidigen. Beseitige die Kultisten und dann weiter. Der Hintereingang der Einrichtung liegt gleich voraus. Geht wieder los. Da kommen sie. Da kommt. Hier brauchst du ja nicht rollen. Brauchst du nicht. Oh, ich hab einen Laser. LOL, was? Voll Laser, wie ich abgehe. Schon wieder ein legendären Skin. Na gut, jetzt wird aber erstmal geballert, oder? Das nimmt er immer ordentlich durch hier. Dieser Schacht ist unser Eingang. Ja, muss auch mal sein. Du musst nur den Hebel zum Entriegeln finden. Denk an die Munitionsknappheit. Ja. Ich laser den weg. Oh Mist, Vorsicht! Schön vollgesaut. Oh shit, vergesse ich immer wieder. Schönes Ding, Harry. Jetzt ist ja rübergesprungen, die spinnt wohl. Ich komm hier rein, ja. Gut, jetzt ist eine Faust. Und noch eine. Tschüss. Alter. Bruder, was ist mit euch? Das ist einiges, ne? Schön genick gebrochen mit der Faust. Ey, hier kommen immer mehr aus ihren Löchern, Max. Ja, ja, mir geht das auch so. Der schmeißt mit Waffen. Und sie, Alter. Das ist halt... Das geht so nicht mal. Hier ist eine Runde. Ich weiß nicht, wo den holen wir jetzt. So, der ist tot. So. Tschüss. Alter. Damit one-shot ich halt die Gegner. Lauer, ein Müll, Hilfe, Wahnsinn. Du? Ja. Aber ist auch ein bisschen nice. Eigentlich ist es ganz geil. Nein! Ich hab hier so eine Säureschrot. Die knallt hier richtig ins Gesicht. Jo. Boah, Alter, der ist nur am Kotz. Aber irgendwie so viel Säure, ich will auch mal hier ein bisschen Variation. Ich will so ja, Kevin. Wir haben gerade die Säuremeter. Ja, das ist Säuremeter. So, der ist down. Da oben ist noch ein Kevin. Alter, Kevin down. So, hier frisst.
Alter, der Laser. Laser. Guck mal, der schreit auch direkt los. Brennt wohl auch ein bisschen, hat er gesagt. Ja. Tschüss. Alter, der hat mir eine verpult. Combo Attack. Also hier ist einiges los gerade. Ja, ja. Ich bin dabei. Alter. Alter! Alter, hast du das gesehen, ey? Jo. Jo, der wirft dir wieder die Messer, Alter. Falco! Alter, du brennst. Ja, ja, macht nix. So. Was hast du da hingeschmissen? Schild. Was mit der Kammer, Bruder? Die Kammer des Schreckens, Alter. Ich hab keine Muni mehr. Schon wieder. Okay, ich geh dir jetzt wieder hin und hau dir ins Gesicht. Dirk kann uns beide etwas lehren. Ihre. Shit, oh Mann, ich werf die immer weg. Nicht wegwerfen, Max. Ach ja, die Pistole habe ich jetzt gar nicht. Gut, sorry, nur eher gegen Schiff. Hey, ist nur Muni. Öffne den Schacht. Ja, erstmal. Erstmal hier looten. So. Joachims Welt ist auch ein geiler Name. Ist hier oben Loot? Ja. Echt? Ja, hier oben soll ich auch einen Hebel machen. Ist unten noch Loot? Ich weiß nicht, ich hab da alles, was ich... Also ich sag Bescheid, dann drück ich den Knopf hier. Jo, kannst machen. Drück doch! Drück! Tada! Tada! Was? Nichts? Ach komm schon! Ich hab dich in die verschissene Maliwon-Basis reingebracht. Wo bleibt die Party? Drück einfach die Party-Taste. Q, glaube ich. Q? Müssen wir da ins Loch? Ich bin ja. Oh, lol. Meinst du? Meinst du, es war richtig? Ja. Gefunden, wie ich Katagawas Laser kann. Aber ich bin da richtig mit Style rein. Lol. Steck ein Viper-Laufwerk ein. Ja, ja, loot. Oh, Leute. Wer schießt denn hier? Was war los? So Drohnen. Warte, gegen die ist Säure richtig gut. Glaube ich. Oh, die zerplatzen, glaube ich nicht. Siehst du? Zerstört. Ehre. Ja, siehst du? Ehre. So. Hallo. Die haben teilweise ein hohes Level, ey. Warte, hier, so. Ja, da! Tschüss, die Kugeln, ey. Oh, ne, weiß ich nicht. Schade. So. Alter, Kalle, was ist bei dir los? Dein Körper, der spricht mit dir. der gibt mir ein Zeichen. Oh, ich hab mal einen Skillpunkt, Max. Ja, mach doch Skill. Ich skill das jetzt. Okay. Du, ich will hier nochmal austauschen, weil ich hab hier diese... Ich muss Level 16 werden. Das mit der Säure, das geht mir auf den Sack. Das will ich nicht mehr. Echt? Bei mir ist das so nice. Kammerjäger, Viperlaufwerk, hochmoderner Schrott. Jetzt stirb bitte! Scheiße! Ja, wenn ich da raus, unten wäre, würde ich diese Tür sowas von hängen. Wie ein Hey! Moment, ich hab ne Idee. Ich kann eine dieser süßen Sphären über dich. Mark. Ja, bist du down? Achso, ich dachte, du warst das. Hä? Was soll ich da gewesen sein? Nee, ich dachte, du hast mich wieder weggemacht. Weil das ging so schnell. Falco down. Falco down. Bitteschön. Alter, ich würde ja gerne. Aber ich kann ja gar nicht. Aber die Säure brauchen wir jetzt, Kalle. Ja, ich weiß. Schön reingesäuert. Alter. Alter. So. Ja, mit Säure ging das jetzt. Siehst du? Ah, sehr recht. Das ist immer so ein IDM-Schuppen hier. Nein, die stinkt nach Ratchpisse. Gut. Dann nicht. Dann eben nicht. Die Mucke ballert auch wieder, ne? Zu groß.
und nicht mein Stil. Okay. Alter, der ist aber auch wählerisch. Er ist wählerisch. Jetzt muss ich hier hoch. Wegen ihm, ne? Oh, die ist gut. Ich warte noch. Die da ist perfekt. Sie passt zu Reese. Setz das Weiberlaufwerk ein. Fan von sich selbst, weißt du? Sehr Opfer. So wie ich. Falco, kack mal in die Murmel. Jawohl, schön eincremen. Jetzt. Geh mal da weg, Falco. Ich glaube, du musst das machen, Kalle. Was? Mann, Falco, du stehst halt voll im Weg, also wirklich. Geht der mir auf die Nerven? Ey. Nee, also vorhin bei der Slotmaschine auch schon. Ja, gut. Und die Stimme klingt auch gut, oder? Leute, hier ist ein Kaugummi-Automat. Alter, der guckt mich an. Wen kümmert's? Reiß dich zusammen. Lass mich in Ruhe. Danke. Ah, jetzt bist du sein Opfer. Ich krieg das in den Griff. Also für die Akten, das hier ist keine Sonde. Nenn mich bloß nicht Reese Sonde oder so. Reese Bröllchen. Was machen wir denn jetzt? Achso, müssen wir da rüberspringen? Alter, wir sind solche Akrobaten. Hinterher. Oh, das traue ich mich nicht. Warte mal, Max. Ich sterbe. Oh, ich. Ey. Oh, ah! Oh, scheiße, nein! Jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Nenn mich Reese Bällchen. Junge, ich flieg einfach weiter nach Malle. Echt, er ist nur am Schwabbeln, ne? Wer macht jetzt was, Kalle? Sphärenscan abgeschlossen. Sehr gut. Kistenscan auch abgeschlossen. Du nicht. Ach, scheiße. Das ist eine Vergnügungssphäre und keine Killersphäre. Scheiße, da sind die Gegners. Das ist ein Stinger. Alter, der schießt aber mit richtig wilden Sachen auf mich. Achtung, treue Mario-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine 2-Stunden-Karte für die Sonara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25 Nacho-Käsesorten. Ein Scheiß, ne? Alter, hier sind Leute, Max. Pass doch mal auf. Ich mache gerade den Dicken weg. So. Alter, der schreit richtig los. Ich glaube, das tut richtig weh mit der Säure. Das ist nur so eine Vermutung. Da immer auf dem Rücken. Ja, der Kleine. So. Sehr schön. Aber Respawning, der macht nichts, ne? Ins Auge? Alter, ich glaube, wenn man den genau ins Auge ballert. Dann tut's weh. Was ist denn da los, ey? Grafiker? Der Falco ist auf Randale. Ist der noch was? Alter, kommt ein Haufen Scheiße aus der Kanalisation. Schöne Scheiße. Hi. Ist auch wieder gut Loot, Kalle. Ja, ja, ich bin schon am snacken, Mann. Massakrieren. Oh, hier sind richtig viele Schränke. Ja. Wie bei Ikea. Oh, ein paar schon wieder voll. I'm in love with the Coco. So. Oh, lol. Oh, hier kommt richtig Schmeiß ich euch was rein! Wie bist du da raufgekommen, Max? Alarm! Oh, badass Soldat. Oh. So, jetzt bin ich auch dabei. Alter, schönes Ding. Bin ich ein fucking Motherfucker, Alter. Oder dann muss ich aber. Oh, nicht blau. Scheiße, ich bin down. Aber. Oh, Granaten, rein da. So. Oh, jetzt aber Abfahrt. Ei. Du musst mir mal ein bisschen zurückziehen, Alter. Aua. Oh, ich bin down. Nee. In der Luft. Den hole ich mir noch. Oh, was? Der cheatet! Oh, irgendwie habe ich neue Stärke. Was für? Alter, Falco hat einen weggemacht. Ehren Falco. Ich glaube, Falco hat mir.
Ero? Falco macht da oben gerade alles alleine. Ehre. Ero, Alter. Ero meine ich. Ero macht alles allein. Warte mal, ich Alter, muss mal. Also der ist aber wirklich voll dabei, ne? Also der Falco. Falco hat mega Bock. Alter. Richtiger Ausfall. So. So, jetzt muss ich erstmal hier Ero-mäßig da gucken. Ich habe nicht eine blaue Waffe. Oh, die ruft. Über Level 16, wieder. Dann kann ich richtig geil upgraden. So. Cool. So. Cool, Kalle. Cool. Ihr kleinen Suchtis. Geh wieder los. Oh, gib mal hier ein bisschen Muni. Für den Onkel Doktor. Ach, man, diese scheiß Erste-Hilfe-Kisten braucht kein Mensch. Stimmt, die Pistole. Ja, die benutze ich jetzt mal. Egal, ob da was mit Schild kommt oder nicht. Okay, Kalle? Okay. Super. I'm in love with the Coco. Oh, gleich geht's hier rund. Ein bisschen gekleckert. So, jetzt können wir. Fliegen. Oh, scheiße. Katakawa hat eine Firewall installiert. Wir müssen die Server zerstören. Hier lang. Ich öffne die Tür. Ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel kaufen soll. Warum weißt du es nicht? Kann man dir helfen? Warte hier. Du zerstörst die Server und kommst wieder her. Iroko. Spiel ist unterschiedlich teuer. Ausrufezeichen Borderlands könnt ihr euch angucken. Da gibt es so verschiedene Versionen. Ich persönlich würde immer nur die Standardversion kaufen. Aber da strickt jeder, ist jeder selbst gestrickt. Hab keine Freunde, die das Game zocken, Alter. Ob es auch alleine Spaß macht? Schon. Kommt drauf an, was du für ein Typ von Gamer bist, glaube ich. Klar ist das ein Koop-Loot-Shooter, aber das kann man auch durchaus alleine spielen. Du kannst dir ja vielleicht mal, um die Art von Spiel zu testen, dir Borderlands 1 oder 2 kaufen. Klar, das sind so Spielmechaniken, ein bisschen outdated teilweise. Hier, der hat doch ein Schild. Alter. Okay, das Schild war instant weg. Hey! Alter. Ich hab schon wieder einen Dampf. Auch ein Säuremann, ne? Alter, was mit ihm denn? Hier ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Nee, oder? Doch, der Afoles, oder wie er heißt. Ja. Oder ist das kein Boss? Das ist doch kein Boss. Ich hab wenig Leben. Ich auch. Der mach ihn weg, bitte. Komplett aus dem Weg geballert. Oh, was? Also, das ist Unmelon. Alter, das sind einfach richtige, krasse Boys. Ja. Ehenu stirbt. Ich bin komplett down. Ehenu ist tot. Moin, Alter. Schlumpertaucher. Auch ein toller Name. Nö, die Schiffcodes habe ich nicht genutzt. Verfälscht für mich so ein bisschen das Spielerlebnis. Kann man machen. Aber ich mach's nicht. Was für Codes? Also ich habe tatsächlich Borderlands 1 komplett alleine durchgespielt. Und es hat mir Bock gemacht. Heute würde ich es aber nicht mehr machen, tatsächlich. Warte mal, der hat ein Schild? Oh shit. Warte mal, der will doch hier bestimmt auf Säuremaul. Ja, ich werfe jetzt meine... Alter, das sind richtige Metal Gears jetzt. Was denn? Aber ich werfe da einfach die ganze Zeit jetzt meine Waffe drauf, bis sie sterben. Ich bin jetzt hier einen richtigen Säurelaser in die Fräse. Na, schmeckt das? Alter, der hat schon wieder ein Schild bekommen! Nee, das mach ich. Alter, wir müssen erstmal die Ads wegmachen. Achso, ich kann gedrückt halten, nicht Vollidiot. Oh nein! Ich hab keinen gesehen. Alter. Was hat er denn jetzt? Reaktorkernauflösung oder? Alter! Bruder, pass mal auf! Boah, so, Alter, hast du ihn zerlöscht! Da sind ja richtig geile Waffen auf dem Boden. Die wird immer schneller!
LOL. Ist hier noch mehr? Tüte Nox abgeschlossen. Ich muss jetzt mal ein paar graue Scheißwaffen wegschmeißen. Ich habe irgendwas Lilanes bekommen. Echt? Mhm. Na, ich nur grün. Da hinten liegt auch noch was Grünes. Was bringt dein Creator Code beim Kauf des Spiels? Gar nichts für euch. Aber ich krieg 20% vom Kauferlös ab. Ist halt so dafür gedacht, Creator zu unterstützen, weißt du? Create a Cola, Alter. Create eine Cola, ey. Create Code, Alter, in einer Porzellanschale. Schieß. Ah, hier ist wieder so eine Bubble-Dings-Bubble. Hier ist gut Loot. Alter, ich kann nicht mehr reden, Max. Ja, bei dir hast du irgendwie Nerven... Ja, so. Ich hab echt einen Schlaganfall gehabt, ey. Keine Ahnung. Du laberst doch eine Scheiße. Ja, aber irgendwie weiß ich ja nicht, ich muss raus, weißt du? Wer will da schon wieder Stress? Ich hab hier die Säure aktiviert. Ich hab hier die Säure aktiviert. So. So. Gut. Weiter geht's. So, was ist hier noch? Oh, Waffen. Scheiße. So, los geht's. Oh! Oh, da schmeißt einer mit Waffen. Zweig. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Ja, das war's. Ich dachte zurück. Sag leb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Friends Frogurt. Oh, ich weiß. Alter, wir sind auf verschiedene Ebenen. Ja, ja. Ich glaube, wir können auch wieder geballert, wa? Warte mal. Da hin? Nee. Nee, hier ist schon richtig. Hey, hier lang. Ja, gut, hier ist auch schon wieder hier das Bällchen. Ah, hier waren wir auch. Ah, okay, ja, hier nice. Waren wir schon. Ja, 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 Ehre. Ja, ja. Ehre! Es reicht. Wenn wir Katagawas Laser nicht auf. Moin, Servus, moin. Also, das verstehe ich ja gar nicht mit. Was das soll, ne? Was sind die für? Nee, die SMG war auch ab 16. Nee, das Spiel ist ab 18. 16. Aber es geht um den ganzen Planeten. Wir können später. Hier kommt der Plan. Das ist halt echt übelste Star Wars. Ja, das ist geil. Ding, ne? Cool. Oh, so, wir sind ja auf dem stehen. High five. Kann ich gar nicht. Wie ist ihn? Alter, der ist Freunde. Machst du X? Damit ich sehe. Ja. So, der kriegt jetzt erstmal richtig wieder auf den Ass, Alter. Bis die. Oder machen wir erstmal die Ads? Weiß ich nicht. Erstmal die Ads, glaube ich. Weil die sind ein bisschen nervig auf Dauer. Schild, so, jetzt ist der eine schon mal da. So, Level 16. Ja, kriegt jetzt Scheiße, hier Laser. Kurz vorm Bossfall. So. Oh, Digby Vermouth, ein Klassiker. Säure Laser in the face. Alter, habe ich den reingezwirbelt mit dem Jungen. So, ich schmeiß jetzt Granaten. Alles, was macht der Selbstzerstörung? Granaten, nee, der zerstört uns jetzt hier, guck dir mal an. Aber der ist schon halb down. Ja, ja. Das ist übrigens wieder kein richtiger Boss, ne? Nee, nee, das sind einfach fette Boys. Ja. Gute Beschreibung. Einfach fette Boys. Okay, also jetzt, also das mit dem Damage, das müsst ihr euch mal alle jetzt nochmal überlegen, wie ihr das handeln wollt, weil so geht's nicht weiter. Wow! Boah, ist der weggeflogen. Also die Mucke passt jetzt irgendwie nicht so gut, finde ich. Das ist der Witz. Party-Mucke. Das ist der Witz dabei. Achso, dann habe ich den Witz nicht verstanden. Jo, Falle, Kalle boxt ja noch ein paar Leute. Falle. Hero. Okay, die Pistole ist ganz nice. So, warte mal. Ich nehme hier nochmal ein paar Boxen. Sind da noch Gegner, Max? Nö, nö. Weil ich sehe ja... Oh, hier fliegt einer. Ja, hier. Runter. Sie würden dir für einen zusätzlichen Urlaubstag in den Rücken fallen. Ich dagegen sehe dir dabei wenigstens ins Gesicht. Denn so macht man das unter Bros. Ich habe die Sonara so gut wie erfasst. Beschütz mich, während ich es zu Ende bringe. Wo ist er denn? Reese, hör mir zu. Ernsthaft. Jemand Stärkeres hätte Atlas eh übernommen.
Wenn nicht Maliwan, dann Jacobs, hey. Bladov oder schießt vielleicht sogar Teddyor, verdammt nochmal. Ein Jet-Soldat. Der spinnt wohl. Bist du wieder ein Pizza essen, Max? Nein, nein, ich lösche den Gegner. Okay, ich hab einen Power Spike. Geht ab. Du hast einen Power Spike? Jo. Ich bin Level 16. Ja, ich bin in der Luft geworden. Auf die Beine. Kalle Ehre okay, in den Chat. Die Waffen klatschen wieder. Warte, die Schrot probiere ich jetzt aus. Oh, ist das wieder so eine, die ich werfen kann? Nee. Alter, jetzt reicht aber mal. Ja, ja, lauf nur, lauf nur. Du weißt schön nicht, die Säure ins Gesicht. Alter, oh, ich bin tot. Ha, abgebrochen. Alter, mach einen ruhigen. So, ich muss mal wieder laufen, ich bin in der Matrix. Ja, ja. Ja, ja. Alter, richtiges Saxo-Solo, Alter. Hörst du das? Ja, 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 ja. Ach doch, zum Werfen. Ich bin da. Gut. Wo ist der Feind? Oh, ich muss jetzt erst nachladen, oder was? So eine Scheiße. Über Bande. Ehre. Ja, Jungs, dann komm ich nochmal rein. Alter, ist das... Alter, wenn ich jetzt wieder down gehe, dann bin ich aber sauer. Alter, die sind aber auch badass. Ja. Wunder nicht, die so wehtun. Die sind alle badass. Da muss ich jetzt erstmal los. Alter, ich lösche die. Moin. Ja, schieß mal auf Falco. So. So. Oh, nervt das mit diesem Feuer. Oder was auch immer das ist. Die kotzt hier gleich. Oh, Mann! Oh, die kann ja richtig schnell ballern. Was für ein Sniper. Also ich habe das Gefühl, ich bin sehr schwach gegen die Gegner hier. Ich bin insane strong. Aber das sind doch alles Badasses, ne? Aber warum bist du denn so strong und nicht mit mir? Ich hab gerade die Level 16 Waffen ausgerüstet, jetzt knallt's hier. Oh, stimmt. Warte mal. Aber die sind doch Level 18, ne? Also, wir sind ja komplett underleveled. Wir müssen eigentlich Nebenquests machen. Ein bisschen mit dem Level anzuziehen. Ich habe viele deiner Mitarbeiter getötet. Auf der anderen Seite kriegen wir halt krasse Waffen. Sehr viele. Ja, es ist so ein zweiseitiges Ding, ne? Warte mal, ich glaube, er entschuldigt sich gerade. Und ich wieder 16 Ehre dafür. Reese, tu das nicht! Tu das bitte nicht, Reese! Ich schwöre dir, wenn du diesen Laser abfeuerst, sind wir keine Freunde mehr! Feuer ab! So, und los geht's. Neue Koordinaten eingegeben. Bekanntes Ziel identifiziert. Zanara, Vergnügungsjacht der Klasse 2F. Zielsperre überschrieben. Oh. Feuersequenz. Oh, guck mal nach oben, Max. Das ja, ja, die ballern jetzt sein Schiff weg. Geil. Na los. Boah, Alter. Tot. Ist einfach weg, ne? Abfahrt. Alter. Alter, was? Prost. Ey, wie kann er noch reden? Nee, der wohnt nicht da drin, glaube ich. Komm schon, verdirb mir nicht die Freude. Ich meine, was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Okay, eine Sekunde. Gut, du kannst das Fragment jetzt haben. Oh, Cutscene. Da ist es. Halle. Das Fragment. Wie das? Oh, der Ball fliegt in den Ball? Das ist jetzt ein Boss. Reese-Mädchen! Katagawa-Ball. Okay. Warte der mal, will jetzt auf die Mütze. Oh. Was passiert hier? Max, ich hab keine Ahnung. Wie wir brauchen erstmal Säure gegen die gelbe Leiste. Yo, das zimmert.
Säure? Säure, Säure, Säure. Au, 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 au. Also wenn jetzt hier auch wieder neue Flugsoldaten kommen, dann können wir auf ins Auge, die Säure. Alter, okay, das knallt bei dem rein. Bin fast down. Ja, okay. Muss erstmal ein bisschen heilen. Falco, mach du das. Okay, ich habe keine Säuremuni mehr. Musst du wissen. Jo, jo, jo. Okay, erste Dings down. Jetzt kommt meine Waffe zum Einsatz, Alter. Alter, der macht nicht Disco, ey. Ja, ja, aber jetzt. Nichts für Epileptiker. Jetzt stirbt er. Wo ist er? Wo ist er? Eieieiei. Muss immer nach. Oh, wie ich den schmelze. Machst du den Schmelzer? So. Das ist gerade richtiger. Ja, ja. Ja, ja. Kann das sein, dass ich jetzt mit Säure gar nichts mehr machen kann? Ja, 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 jetzt Energie, Energie. Energie. Energie! Scheiße, kann sein, dass ich down bin, Junge. Aua, aua. Falco, hol mich aua. Hoch, hol mich hoch, hol mich hoch. Nein, der steht doch genau davor. Er holt mich hoch, er holt mich hoch. Er holt mich hoch. Dein Hund holt dich hoch? Ja, so, was ist der für ein Ehrenhund? Komplett. So. Alter, mach den Ball nass. Warte, meine Granaten sind ultra strong gegen Schild. Ja, der platzt jetzt. Ist schon weg. Warte, Alter, da kommt richtig viel Loot runter. Schade. Ich hätte gerne die Granaten. Alter, auch noch intergalaktisches Ehrengeld. Hier dieses lilane. Alter, intergalaktisches Ehrengeld. So. Achso, ja, scheiße. Wer ist denn nochmal diese Iridium, Alter. Ah, ja, das ist. Wo war das jetzt hier? Wo ist der Loot? Na gut. Ja, hier liegt hier. Wo ich hier gerade rumtun. Hier ist alles voll. Bei mir nicht. Echt? Ja. Hä? Wo ist mein intergalaktischer Superloot? Hä? Nimm die Kammerschlüsselfragment. Leute, wo ist der Ehrenhut? Ihre. Na gut, dann rein. Schlüssel nehmen wir. Schlüssel. Gut gemacht, Reese. Danke. Lasst uns kurz der Opfer gedenken. Oh, da unten ist noch irgendwas. Ruhe in Frieden, Reese. Okay, was ist hier? Wir müssen immer die Kiste suchen, Max. Immer die Kiste. Ja, stimmt, suchen. Die Kiste. Nein, das Schnellreise. Ja, hier ist noch eine Kiste. Eine fette? Jo, jo. Also, jo. Ah, ja, ja. Also, warte mal. Halt nur grüner Stuff. Vielleicht. Das ist ja Tasche. So. Nee. Ja, nee. Gut. Ich schmeiß ja nochmal ein paar Sachen zur Seite, weil hier ist echt. Also, zwei lilane, ein blaues. Ja, ich muss echt verkaufen. Echocast funktioniert nicht. Der funktioniert doch. Nicht? Echocast angeblich. Aber doch. Wir müssen wieder nach Sanctuary. Gut. Dann kannst du gerne. Warte, ich bin gleich aus dem Menü. Ist geil. Gut, ich bin ready. Zeit ist immer sauulkig. Wie würdest du das Spiel von auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten? Schon mindestens. Also das Ding ist tatsächlich. Ich habe mich immer über die Kammerschlüsselfragmente gewundert. Vielleicht waren die Iridianer größer als wir oder stärker. Ich werde dieses neue Fragment allein untersuchen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Yo. Okay, ich geh erstmal verkaufen. Also das Ding ist, ich glaube, für die Sparte Loot-Shooter ist es wirklich das beste Spiel. Es kommt aber so immer ein bisschen drauf an, was man selber mag und präferiert. Ne?
Also wenn man eher so diese MMO-Aspekte haben will, Gesundheit. Danke. Ist, glaube ich, Warframe zum Beispiel auch eine gute Adresse. Aber ich glaube, wenn man das echt so bewertet, das Spiel an sich, wo es hingehört, was es will, was es macht, schon eine 9 bis 10, würde ich echt sagen. Aber es ist auch krass, dass es seinen Erwartungen so gerecht wurde, Borderlands 3, weil die waren richtig hoch. Wurde ja auch super gut bewertet überall. Also, es ist halt wirklich als Koop mit Kumpels oder mit Freunden, kann man da echt nichts verkehrt machen. Also du hast mindestens echt viel Spaß. So, und wenn das jetzt genau dein Ding ist, dann ist halt krass. Genau. Ich bin jetzt nicht der Typ, der so richtig auf Loot-Shooter abgeht. Also, wie gesagt, ich habe Borderlands 1 damals viel gespielt alleine. Aber so mittlerweile ist es nicht so ganz genauso mein Ding mehr. Also ich finde es immer noch cool. Aber also durch die Battle Royale-Zeit jetzt in den letzten Jahren und davor auch League of Legends sind es eher so kompetitive Spiele geworden tatsächlich bei mir. Also ich habe auch große Schwierigkeiten inzwischen, Singleplayer-Titel zu spielen. So, ich setze mich hin, will Fallout 4 nachholen, weil ich das einfach verpasst habe. Geht nicht. In einer halben Stunde habe ich einfach keinen Bock mehr. Ich langweile mich. Richtig schlimm. So. So. Muss nicht sein, Kalle, dass du hier so einen Lärm machst. Oh, Alter! Kernexplosion hier. Ach ja. So, ich glaube, ich kaufe jetzt noch einmal Rucksack. Ich habe hier noch zwei. Warte mal, lass mal noch mal handeln. Ja, Sekunde. Und Raketenmuni. Und Schrotflinte. Oh, das ist auch immer nice. So. Lass mal handeln kurz. Skyrim, mega. Genauso wie Oblivion, könnte ich immer spielen. Genauso wie Gothic. Das ist einfach so genau mein Ding für Singleplayer. Sorry, meinst du das jetzt? Ist aber auch sehr speziell bei mir. So, du musst auf den Slot drücken. Guck mal, ob ich noch was für dich habe. Ah, okay. Ich habe tatsächlich diesmal keinen Klassenmod oder so für dich. Muss mal gucken hier. Was ist das, ey? Ehre. Aber da kriegst du auch einen Taler. Hier. Ich habe nichts bekommen. Ich habe dir 1000 gegeben. Oh ja. Bei mir stand tatsächlich während des Handels nichts. Aber dann wurde es aufgeklärt. Ich habe dir 1000 gegeben. So richtig vorwürflich. Ich habe dir 1000 gegeben. 1000 Mal. So. Ich bin schon wieder Toilette. Schon wieder? Schon wieder. Alter, ja, mit dem Alter magst du nicht in die Blase. Schon wieder auf Toilette? Alles so richtig ruhig. Schön, richtig schön scheißen. Ja. Den Darm leeren. So, weil Max hat eben natürlich erzählt. So, dann will ich dazwischen. So. Ja, wie stehst du dazu? Borderlands für dich. Also, ich bin ja ganz ehrlich, bevor wir diese... Wir sind ja schon lange dran, ne? Das wissen ja einige nicht. Wir sind ja schon länger dran. Ich war ja schon in L.A. damals, ne? Mit Splatterman, mit Adrian. An der Kampagne, meinst du? Genau. Ja. Und vorher habe ich mich leider... Oder was ist leider? Vorher habe ich mich für Borderlands nie so wirklich interessiert. Es war nie so... Hatte ich nie so auf dem Radar. Es gab immer Leute, die dann gesagt haben, yo, ist ein geiles Game, lass mal zocken. Und wir haben das ja innerhalb dieser Kampagne, haben wir Borderlands 2 auch recht viel gespielt. Und da habe ich es dann so für mich auch schätzen gelernt. Weil, also für mich ist auf jeden Fall tragend zum einen, dass man halt so mehr oder weniger richtig weirde Waffen, aber im positiven Sinne finden kann. Das ist halt auch sehr unique bei Borderlands einfach dafür. Ja, ist und der Humor trägt für mich auch sehr viel bei. Also wie die miteinander reden, dass sie sich halt auch permanent alle beleidigen. Das finde ich mega witzig. Oder diese Pen-and-Paper-Kampagne, die wir da hatten, die hat mir mega Bock gemacht. Was natürlich vielleicht für manches Auge ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ich muss sagen, ich habe mich jetzt schon mega dran gewöhnt, ist diese spezielle Grafik. Aber mir macht es auch irgendwie ein bisschen aus. Und
ich habe jetzt so überlegt, also ich freue mich halt, dass ich das Spiel jetzt auch, halt auch besitze. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich noch einen weiteren Stream dazu mache und vielleicht einfach so ein bisschen abends chill und einfach mal so ein bisschen reindaddel. Also für mich ist das echt ein cooles Spiel. Also ich suche ja immer wieder nach Games, die man einfach mal so daddeln kann. Und ich glaube, Borderlands ist auf jeden Fall so eins, wo man einfach mal sich hinsetzt und dann auch ohne Druck einfach ein bisschen zockt. Ja, so, weil genau bei mir das. Bei mir ist tatsächlich anders als bei Max, dass ich gar nicht mal mehr so den Drang habe, immer so kompetitive Spiele zu spielen. Und da habe ich halt, was das angeht, gerade, also die letzten zwei Wochen habe ich jede freie Minute genutzt, um WoW zu spielen. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt auch mal ab und zu sowas hier daddle. Weil ich mag das halt auch, mal meine Ruhe zu haben im Spiel. Halt jetzt mal. Ja, true. Wobei ich, bei WoW gehe ich total, auch mit einer kompetitiven Einstellung ran, tatsächlich. Ja, ja, also natürlich auch gerade wegen Kevin und so und Leute bumsen. Macht ja auch Bock, also mir macht das ja auch Spaß, alles zu klatschen. Nicht schießen! Aber es gibt auch Momente, da will man einfach kein, will man auch, also... Ich glaube, WoW ist auch nicht so das beste Beispiel, aber so League of Legends zum Beispiel spielen ja auch super viele Leute noch. Hm. Da hast du halt, wenn es nicht läuft, dann bist du halt, gehst mit schlechter Laune ins Bett und das wirst du bei Borderlands halt ja, nicht. Ja, das... Ja. Ja, ja, voll. Also ja, ich hoffe, das war beantwortet einige Fragen. Also am Ende des Tages, ich glaube, was man gut machen kann, Borderlands 2 war oder war jetzt auch eine Zeit lang auf jeden Fall in Steam, auf Steam im Angebot. Das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, um so das Spiel an sich halt kennenzulernen. So den Charakter des Spiels und die Art. Aber da muss man halt, das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als wir Borderlands 2 gestreamt haben über das Jahr, dass wirklich die einzelnen Mechanics super veraltet sind. Ne? Das Spiel ist wie 9 Jahre alt. Also hier sowas hier. Ups. Er gönnt. Sowas geht halt nicht. Oder wollten. Sowas hier. Geht halt nicht. Ja. Oh, er gönnt nochmal! Was ist das denn? Gönnst du wieder? Ich gönn richtig. So, darauf. Aber dann kann man auf jeden Fall für ein kleines Geld, ne, sich da vergewissern. Oder man zieht sich halt noch ein paar Gameplays rein. Ich meine, das ist ja auch nice bei Streams und YouTube-Videos, um sich genau für sowas so ein paar Fragen zu beantworten. Was ist das für eine kleine Waffe? So, gönn noch mal. Komm, die Sonne lacht. Ich gönn hier, ich hau jetzt noch mal alles rein. Boah, Ehre. Oh, scheiße, ich hätte ihn dreimal hintereinander gewonnen. Und jetzt? Soll ich mal einmal ein Iridium in den Iridium-Automaten knallen? Oh, komm, ich mach der, das mal. Ist das nicht der hier? Der lila, ne, jo. Ja, ich hab jetzt mein. Also. Ich mach hier auch alles. Oh! Ich hau jetzt einmal in Iridium. Lass mich noch ganz kurz. Eben, ich hab noch 3 Spins. Dann hast du ich hab noch 3 Spins, Max, okay? Nur noch kurz! Nee, das ist ein Slot Machine, Alter. Ich sag dazu nichts mehr. Dann jetzt! Gönn noch! Gönn jetzt! Er gönnt! Er gönnt! Oh, das gönnt echt. Er gönnt wirklich. Oh, was? Alter, darf ich es nicht mal angucken? Nee. So. Was ist hier? Welcher ist denn von den anderen der beste? Gönnt er bei dir? Oh! Ja! Er gönnt! Was ist das? Das ist Ehre. Naja. 209 Gearscore. Naja. Nee, das ist Crap. Gönn jetzt! Entschuldigung. Sorry. Gönnt er? Nee. Komm, gönn. Alter Falco, verpiss dich! Jede Waffe ist gefühlt anders, ne? Das finde ich auch nochmal. Ja. Jede Waffe ist gefühlt anders. So. Gönn? Ja, Käse gönn. Geld? Diamond? Geld? Money. Gönn. Komm, gib Jackpot. Ich liebe! Oh, ich dachte, der schmeißt wieder eine Bombe. Bin noch ein bisschen hier Slot Machine geballert. Oh, dreimal Bombe. Dreimal Bombe ist Granate, oder? Naja. Oh! Oh! Das ist gar nicht. Nee, ich geh am anderen. Der okay. Nicht. Gönnt er? Alter. Oh, der gönnt Waffe.
Ich habe einen Epic Rocket Launcher bekommen. Echt? Ja. Ja. Der. Alter. Hey, Lysandria. Aber was lege ich dafür ab? Ich glaube, die Schrot. Maya sieht gut aus in letzter Zeit. Grüß sie von mir. Warum chillt sie jetzt hier? Was ist das? What the fuck? An meiner Waffe, Max, der Gerät, ist ein Auspuff dran. LOL. An der Waffe ist echt ein Auspuff dran. Ja. So ein Motorradauspuff. So, ich gönn jetzt nochmal. Er gönnt. Geh zur Seite. Aber wo ist der Unterschied zwischen dass sie einen alle hier nerven? Ja. Man würde einfach nur mal ein bisschen zocken, Alter. Verpiss dich doch. Du Affe. So, du gönn. Ekliger Affe. So, er gönnt. Alter, er gönnt. Ordentlich. Achso, guck mal, der gibt hier so. Geil. Klassenobjekte. Okay, was gibt er? Für Level 27? Aber das muss doch ordentlich was wert sein. Gönn jetzt. Alter, halt doch dein Maul! Sowas finde ich nervig, muss ich sagen. Wenn so Charaktere die ganze Zeit ununterbrochen labern und dann noch schreien, wenn man ihnen nicht zuhört. Ja. Warum hört mir keiner zu? So. Aber vielleicht ist auch genau deswegen sowas da drin, weißt du? Ja, ja. Ich glaube, die sollen einen auch abfucken. Alter, Falco! Die hat ja gerade fast meine Kohle gesnackt, Alter. Ich bin genauso gut. Warum haben sie mich nicht gewählt? Ich bin so richtig ein Jackpot hier. Ah, ich habe gleich mein ganzes Geld. Ich habe gleich 11.000 hier reingerollt. Ich habe all mein Iridium verzockt. Das habe ich auch schon gemacht. So. Toilette? Wen hosten wir denn jetzt? Oh, dreimal Dynamit. Erst das Geschäft, dann das Aber das kommt immer. Wir hosten Trimax. Auf Ehrenbasis. Trimax. Ja, ich bin auch dabei. Aber ich mache was anderes. So. Ich sollte trainieren. Leute, es war mir eine Freude. Heute war es sehr entspannt, sehr angenehm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich raide jetzt Trimax. Grüßt ihn schön. So, vielleicht kann ich jetzt auch mal hier. So, also wie gesagt, war ein sehr schöner Stream. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder am Dienstag ein. Und auch am Freitag. Ich streame jetzt nicht am Donnerstag, sondern am Freitag. COD, die Beta. Und ja. Ich hause jetzt Puzzle. Tschüss. Du bist nicht mein Boss. Ciao. Rein in den Raid.